Energie Cottbus im Angriff über die starke linke Seite. Die starke linke Seite. Da ist jetzt Schalthauer da. Schalthauer ist schon am 16er. Schalthauer spielt. Da steht Kruse. Geißler. Ja, und damit herzlich willkommen bei Energie FM, dem Fanradio von Fans für Fans. Ja, der dritte Podcast. Diesmal wieder zu Hause beim Nico, nicht in der Geschäftsstelle. Und neben mir hat wieder mal der Frank Platz genommen. Hallo, hallo, hallo. Und wir sind in der FC, nee, wir sind in der, wo sind wir denn jetzt hier? In der Energie FM Geschäftsstelle. Genau, genau, alias mein Kinderzimmer. Gehe ich mit, ist in Ordnung. Ja, wir wollen, wie kann man es sagen, einen Krisenpodcast machen, vielleicht um es auch nochmal selber ein bisschen. Wir machen Saisonfazit. Saisonfazit, okay. Wir machen ein Saisonfazit. Wir wissen ja alle, was passiert ist, um es vielleicht auch selber noch mal ein bisschen zu verarbeiten und drüber zu reden, was da eigentlich alles so passiert ist. Ja, wie gesagt, wir sind hier, Frank. Wir hätten das natürlich liebend gerne mit einem Spieler gemacht oder vielleicht sogar mit dem Trainer Pele Wollitz. Die hatten alle keine Lust, Nico. Stand ja alles in den Sternen. Im Falle eines Klassenerhalts wäre das sicherlich auch möglich gewesen. Aber um das von vornherein wegzunehmen, das ist mehr als verständlich, dass nach so einem Abstieg die Leute da nicht so viel Lust drauf haben. Absolut, na klar, gehe ich voll mit, weil du hättest bestimmt auch keine Lust, wenn du, sag ich mal, weißt, du hast vielleicht bloß noch eine Woche bei deinem Abbrötchengeber was zu tun und sollst dann noch irgendwas tun oder machen oder noch für ein Interview bereitstehen. Aber wir haben ja Pele Wollitz noch nicht ganz abgeschrieben, weil wir hoffen ja, oder wir hoffen es nicht, aber wenn er dann doch hinschmeißen sollte, dann kann er ja mal so richtig vom Leder ziehen und dann natürlich exklusiv bei Energie FM. Genau, also wer weiß, was im Sommer passiert und dann zur Vorbereitung, da holen wir uns ran, wenn er bleibt. Ja, wie wollen wir anfangen, Frank? Braunschweig, das ist das aktuelle Thema, sage ich jetzt mal. Ne? Richtig, genau. Am besten fangen wir mal an, wie hast du das verarbeitet? Wo warst du bei dem besagten Schicksalsspiel, wie wir es ja tituliert haben? Und ja, wie hast du es bis jetzt verarbeitet? Dazu auch gleich die Aufforderung, könnt ihr mal alle kommentieren, was ihr so gemacht habt an dem Tag oder bis jetzt vielleicht noch macht, um das so ein bisschen zu verarbeiten, in die Kommentare. Aber ja, ich war im Stadion, kommentiert haben ja der Samuel und der Martin, aber ich durfte als Techniker verkleidet, unter falschem Namen, mit einer Presseakkreditierung noch auf die Pressetribüne. Als Pep Guardiola ist er auf die Pressetribüne gekommen, genau, glaube ich. Als Spielbeobachter, nein, also ich war auf der Pressetribüne, saß vor Stanese, Maxi Zimmer, Jürgen Gasula und dem Fitnesstrainer, wo mir der Name aber nicht einfällt, der auf jeden Fall auch die Videos mit Benny hier gemacht hat. Wie heißt er hier? Maurice Emke, der saß auf jeden Fall auch. Ja, und neben mir wie immer die Kollegen von der Lausitzer Rundschau und da hat man dann so, ja, das Spiel verfolgt. Also, Hattest du Hoffnung, dass wir es doch noch drehen können? Ja, klar. Also nach dem 1-1 zumindest. Ich war aber auch aufgeregt wie Sau davor, muss man sagen. Also vorher im Presseraum mit Chrissy und Steve viel unterhalten, also Fotografen. Habe ich auch nur gesagt, ja, also zum einen gezittert wie Sau. Also ich war wirklich nervös. Habe auch gesagt, ja, wäre schön, wenn er mich jetzt so durchschlagen könnte, dass ich dann in 120 Minuten aufwache und ihr mir sagt, was passiert ist. Dafür gibt es dann Axel Schulz, Nico. Ja. Der hat es ja jetzt im Endeffekt auch gebracht. Gute Motivationsvideos auf jeden Fall. Nein. Und ja, dann, ja, aber auch nach dem Abpfiff. Also ich will auch gar nicht im Stadion über das Spiel gar nicht so viel reden. Wir wissen alle, was passiert ist. Am Ende hatten wir dann nochmal diese halbe Chance, wo Mamba querliegt nach der Flanke. Da habe ich dann auch gehofft, vielleicht köpft ja Rangelhoff da nochmal ein, aber wurde ja geklärt. Und ja, bin nach dem Abpfiff direkt in den Presseraum, weil ich mir das gar nicht angucken konnte. Geweint habe ich nicht, aber war sehr geknickt, sehr, sehr geknickt und ja, dann glaube ich eine halbe Stunde saß ich nur im Presseraum rum. Und bis du dich rausgeschmissen haben, bis das Licht ausgegangen ist? Nee, habe mir dann die Pressekonferenz angehört, aber halt auch so wie im Tunnel, ohne richtig zu wissen oder zu merken, was war das jetzt gerade und dann Jacke übergezogen ist, mich keiner als Cottbus-Fan identifiziert, sage ich jetzt mal, Taxi genommen zum Bahnhof und dann nach Berlin gefahren oder nach Lübbenau wieder gefahren in meine Heimat und dann
getrunken abends auf jeden Fall. Also die Festplatte resettet, ich hab's gewusst. Und dann bei Alkohol, Grüße an Hütti, falls er das hört, 2 Uhr nachts noch, wir wollten uns eigentlich verabschieden, haben aber 2 Uhr nachts nochmal am Zebrastreifen angehalten und haben alles ausdiskutiert, was man ausdiskutieren konnte. Quasi schon mal so ein Vorgespräch auf dem Podcast hier. Und ja, was um es zu verarbeiten. Wir kennen das Szenario, sage ich mal. Ne? Ist uns allen bekannt. Und man hat es verdrängt, glaube ich. Man hat es verdrängt, ja. Und ja, also man kann es verarbeiten, wie man will. Es bleibt halt scheiße, so wieder nach unten zu gehen. Und ja, das wird dann erst, denke ich mal, kommen, wenn man sieht, vielleicht wer geht und was für Gegner man dann vielleicht hat. So, ich glaube, dann wird es erst wieder so richtig schön kacke. So habe ich es verdaut, Frank. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie hast du es gemacht? Das war ja im Vergleich zu meiner Version eine komplett andere, möchte ich sagen. Ja, also ich muss jetzt mal mit der Tür ins Haus fallen. Also vor 5, 6 Wochen, wo ja der Abstiegsplatz ja auch durch Energie Cottbus besetzt war, habe ich mir eigentlich gedacht, ach, ist doch gar nicht schlimm. Eigentlich gehe ich davon aus, es ist mir egal, wo der Verein spielt. Ich bin trotzdem dabei. Energie FM ist trotzdem dabei, ob es nun gegen Meusewitz geht, gegen Lichtenberg oder aber gegen Meppen oder gegen Groß-Asbach. Scheißegal, wir sind dabei. Und im Gegenteil, ich habe gesagt, Mensch, wenn wir Regionalliga spielen, haben wir kürzere Wege für Energie FM. Brauchen wir keine 600 Kilometer irgendwo hin düsen. Aber was soll ich das dir sagen? Das habe ich nie verstanden übrigens, warum du so da rangehst. Der einzige Energiefan, den ich kenne, der so an die Sache herangegangen ist. Wenn du mal Familie hast, Nico, wirst auch du das verstehen. Nein, ja, auf jeden Fall bin ich so vor fünf bis sechs Wochen rangegangen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich will ehrlich sagen, je näher das Saisonfinale rückte, desto hibbeliger wurde ich. Und desto weniger war es mir dann doch im Endeffekt egal. Und die letzte Woche vor dem Spiel gegen Braunschweig, also da war ich überhaupt nicht zu gebrauchen. Meine Arbeitskollegen, meine Freundin sagt, ach Mensch, was ist mit dir los? Du bist so in dich gekehrt, du bist so maulfaul, du antwortest bloß einsilbig, und was ist los? Und ja, also man glaubt es nicht. Und ich bin ja nur schon nicht gerade mehr der Jüngste und habe gedacht, nee, also ich habe schon bei dem Aalen-Spiel, wo ich ja Nico und Marian gehört habe, bin ich ja schon fast auf dem Zahnfleisch gelaufen. Sage ich, nee, das tust du dir in Braunschweig nicht an. Bin dann einfach spazieren gegangen. Ich habe meine Tochter geschnappt, bin 2, 3 Stunden durch den Wald spazieren gegangen, war dann um 17 Uhr Samstag wieder zu Hause und habe es dann gesagt, so, jetzt ist die Kleine ausgepowert, der Alte hat seine Nerven halbwegs im Griff, jetzt gucken wir mal. Und dann habe ich beim Kicker geschaut und da stand, ja, Cottbus ist abgestiegen, Drama in Braunschweig, und damit waren dann die Messen gesungen. Ich habe mir das Spiel aber trotzdem am Abend dann nochmal im Relive angeschaut, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir es drehen, also dafür war es vielleicht zu chancenarm, würde ich mal sagen. Aber wobei, den Elfmeter musst du trotzdem nicht geben. Für Braunschweig? Ja, für Braunschweig auf jeden Fall. Unser war ja glasklar. Hat es gar Papa Grafati gesagt. Ich wollte gerade sagen, also der Elfmeter für Cottbus war ja definitiv einer. Ich habe, weil du gesagt hast, vielleicht wenn ich es im Real Life geguckt hätte, wäre ich da vielleicht auch ganz anders rangegangen. Aber dadurch, dass ich im Stadion war, kann ich dir vom Spiel, wie gesagt, so gut wie gar nichts erzählen, weil du warst, hast gar nicht die Nerven dafür gehabt, jetzt noch zu im Gedanken zu behalten, okay, das war ein guter Angriff, das war ein schlechter Angriff. Ja, ja. Da ging es ja ums Überleben, sag ich mal. Ja. Deswegen kann ich da wenig zu erzählen. Und es sagten ja auch viele, es haben ja auch viele Experten, TV-Experten gesagt, es war kein schönes Spiel, aber es war ein typisches Relegationsspiel. Weil alle wissen, wie wichtig das geht und jeder Fehler kann knallhart bestraft werden. Und bestes Beispiel, das Relegationsspiel genau vor einem Jahr gegen Weiche Flensburg, nicht in Flensburg, sondern zu Hause, das 0-0-Spiel, das war ja auch mehr oder weniger nur ein Gewürge, aber im Ende zählt das Ergebnis. Und Braunschweig war auch nicht überragend, aber sie haben 1-1 gespielt und sind dadurch drin geblieben, wegen einem Tor. Ja, genau. Das gebe ich dir absolut recht. Es war ja auch, weil du das erzählt hast von wegen Aalen, um das jetzt nochmal kurz aufzugreifen, das war aber auch, also Aalen war wirklich hart an der Grenze, also Marianne und ich da Hampelmänner gefühlt gemacht haben auf der Pressetribüne. Ich habe das Video auch übrigens, was ich da auf Facebook hochgeladen habe, habe ich auch Mato Wieler persönlich gesendet. Der hat mir nur geschrieben, dass er das sehr geil fand, wie wir da kommentiert haben. Jetzt hat, bleibt er, Nico. Nur leider, wegen dir bleibt er jetzt. Hat leider nicht so viel gebracht, ja. Du das nur mal so nebenbei. Ich habe ihn auch geschrieben, er kann das gerne teilen. Aber hat dann irgendwie die Zusammenfassung geteilt oder so, die wir gepostet haben. Also weiß nicht, ob er sich da verklickt hat oder so.
Egal. Darum er soll ja auch Fußballspieler und nicht so viel technikaffin sein, Nico. Heutzutage ist so Instagram das A und O. Da wird doch, oder Facebook, da wird ist doch... Ist das was zu essen, Instagram? Ja. Ja, okay, super, weiß ich Bescheid, danke. Egal. Ja, so viel zu unserer Braunschweig-Story. Weiß nicht, wie war denn dann dein Abend oder dein Tag danach? Wie bist du aufgestanden oder wie war dein... Ja, wie war dein Abend vielleicht? Weil wie gesagt, ich habe ja gleich Frustbewältigung gemacht am Abend. Also ich habe es im Real Life gesehen. Ich muss dazu sagen, meine Tochter geht sehr spät ins Bett. Also die war um 8:30 im Bett. Dann, ehe ich dann im Bett fertig war, in meinem eigenen Zimmerchen und dann den Laptop hochgeschlagen habe und dann das Real Life, da war dann, als das Spiel zu Ende war, war dann schon 11:30 und dann war ich so müde, dass ich wirklich eingeschlafen bin. Will aber ganz ehrlich sein, dass ich vom Spiel noch geträumt habe und in meinem Traum haben wir geführt und haben sogar gewonnen, Nico. Aber es war leider bloß ein Traum. Der Tag danach, ja, ich muss auch sagen, ich hatte Glück, weil mein Unterbewusstsein hat mir einen kleinen Streich gespielt. Ich habe nämlich mein Telefon, mein Handy, meine Verbindung nach draußen habe ich nämlich auf Arbeit liegen lassen und somit habe ich die ganzen SMS gar nicht oder erst am Montag mitbekommen, die mir geschrieben haben, Mensch, tut mir leid und Kopf hoch und es wird schon wieder. Und das hatte ich alles gar nicht. In der Hinsicht, war das vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass ich den Sonntag dann wenigstens noch für mich hatte und ja, und Montag erst gesehen habe, die ganzen Beileidsbekundungen. Habe auch mein Handy sofort ausgemacht im Presseraum gleich, bis ich im Zug war. Ich glaube, so eine Stunde, zwei Stunden hatte ich das Handy aus, weil, wie das dann so ist auf Facebook, da postet dann Cottbus, postet abgestiegen, Dritte Liga Online postet abgestiegen, kriegst vielleicht zwei, drei Nachrichten von Bekannten, dass es denen leid tut. Das habe ich in dem Moment auch kein Mensch. Also Mitleid brauchst du nicht. Das habe ich auch. Ja, was schreibst du dann? Ja, sorry für den Abstieg und dann, danke, weiß ich, dass das scheiße ist. Ja. Herzlichen Dank. Nee. Also wir kommen auch morgen noch wieder. Es war auch ein Simse, die ich heute gelesen habe. Ja. Brauchst du nicht. Nee. Brauchst du nicht. Tut mir leid. Weiß ich auch nicht. Aber jeder, wie er meint. Ich habe, glaube ich, auch einen WhatsApp-Status gepostet, habe da Bilder von Cottbus Bayern rausgesucht mit den Worten, wir kommen auch morgen noch wieder. Also aber du warst das, der mir das geschrieben hat? Achso, jetzt weiß ich es. Aber, ist so. Nein, also damit erstmal sei das abgehakt, wie wir Braunschweig verarbeitet haben. Als zweites Thema oder Kapitel. Aber ich muss nochmal schnell zwischenquaken, Nico. Mach das, Du hast es ja am Anfang schon gesagt, wir wollen natürlich auch hören, wie es euch ergangen ist. Der Samstag verlaufen, wie ist euch der Sonntag verlaufen, der Wochenanfang? Haben eure Kollegen auf Arbeit auch gesagt, oh, Cottbus abgestiegen, oder haben sie gesagt, ach, tut mir leid und so Mistelfmeter. Also schreibt es gerne bei der Bemerkung rein. Weil es ist wirklich mega interessant, wie ihr das alles verarbeitet habt und wie ihr damit umgeht. Ja, da wird wahrscheinlich auch jeder sein eigenes Mittel gehabt haben, aber immer rein in die Kommentare, die Kommentarspalte ist offen für jeden. immer her damit. Und ja, Frank, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Das war ja der letzte Spieltag Braunschweig, aber wir sind uns, glaube ich, sicher, dass es auch Spiele gab, wo man es sicherlich schon hätte vorher... Naja, ich will nicht sagen klar machen können, aber es gab schon Spiele, da hätte man durchaus punkten müssen. Ich habe vorhin gesagt, ich erinnere nur an Jena, ich weiß gar nicht, was meintest du? Ich habe Groß Asbach gemeint. Groß Asbach, womit wollen wir anfangen? Wollen wir das nochmal kurz aufarbeiten, was da so passiert ist? Weil ich glaube auch gerade für Jena, für das Spiel an sich, hat sich Wollitz ja, ich will nicht sagen gerade gemacht, aber hat... Ja, auch gesagt, dass es gar nicht ging und dass man damit ja auch Jena irgendwie schon nochmal wiederbelebt hat, oder? Also, glaubst du, die wären nochmal wiedergekommen, wenn die da... Nein. Aber ganz ehrlich, wenn... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es sind alles bloß Menschen, aber wir haben... Ich fange mal mit den Siegen an. Wir haben in Rostock gewonnen, wir haben in Kaiserslautern gewonnen, wir haben in Uerdingen gewonnen und... Da sahen wir relativ gut aus. Wenn du aber die Abschiedskandidaten siehst, wir haben in Asbach nur 0-0 gespielt. Wir haben gegen Jena verloren. Also gerade gegen die vermeintlichen Schwachen, wo die eigentlich alle bloß noch gesprochen haben, wie hoch du da eigentlich gewinnst oder dass du da punktest, gegen die haben wir gelost. Und das ist eine Kopfsache. Und das ist dann auch wirklich... Naja gut, außer Lotte. Außer Lotte, okay. Aber da muss man auch sagen, 3 Sonntagsschüsse und 3-mal ging er rein. Ja, aber so gewinnst du halt. Groß Asbach war
0-0. Korrigier mich, das Spiel, wo wir 1100% hatten. Ne? Das war für mich das geilste Spiel, weil wir hatten die Mannschaft so im Griff und selbst Trainerlegende Lorenz Ginter-Köstner hat gesagt, erste Halbzeit, Cottbus muss hier 5-0 führen. Und das haben wir nicht geführt. Ja, ja. Und klar ist es immer hinterher müßig zu sagen, naja, wir hätten gegen Aalen noch ein Tor mehr schießen können. Wir hätten vielleicht bei Kaiserslautern in der letzten Minute ein bisschen konsequenter verteidigen müssen und dann hätten wir den Sieg eingefahren, dann hätten wir die 2 Punkte. Oder wir hätten gegen Asbach ein Tor schießen müssen, dann hätten wir gewonnen. Das ist alles müßig. Du hast immer 37 oder 38 Spieltage Zeit. Wir haben es leider nicht geschafft. Und 45 Punkte, ich glaube, vor der Saison hätten wir das alle unterschrieben, aber es reicht nicht. Genau. Und ja, um es nochmal aufzugreifen, ist auch schwierig jetzt zu sagen, ja, da und da hätte man ein Tor mehr schießen können. Ich erinnere mich da an das Spiel in Unterhaching war das. Da haben wir, glaube ich, jetzt muss ich lügen, 0-0 oder 1-1 gespielt. Auf jeden Fall haben wir ein Unentschieden gespielt in Unterhaching. Und bei der Pressekonferenz sagten beide, also der Klaus-Dieter Schromm und auch Pele Wollitz sagten beide im Kontext in der Pressekonferenz, wir haben zwar nur ein Unentschieden gespielt, aber wer weiß, wozu der Punkt nochmal gut ist. Und ja, für Unterhaching war halt gut für den Klassenerhalt, weil die haben ja auch bis ein, zwei Spieltage vom Schluss ganz schön gezittert. Und ja, für uns war der Punkt leider dann im Endeffekt zu wenig. Ja, richtig. Mal eine andere Sache. Also wir nehmen den Podcast hier am 21.05. auf. Wer weiß, was bis dato, bis ich den hochlade, schon alles passiert ist. Ich versuche, spätestens morgen hochzuladen. Glaubst du noch an diese, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Hintertür? Nein, das vielleicht gar nicht. Chemnitz oder überhaupt so, die nicht. Insolvenz? Ach, nein. Also wenn Chemnitz... Nicht Insolvenz, aber ja, die Lizenz. Also Fakt ist, kriegt Chemnitz keine Lizenz, steigt Wacker Nordhausen auf. Aber die haben die überhaupt eingereicht? Ja, die haben angereicht. Berliner AK hat nicht. Aber Wacker Nordhausen hat und Hertha 2 hat auch. So, das heißt, wenn aus der Regionalliga keine Lizenz kriegt, nicht. Wenn jetzt Duisburg keine Lizenz kriegt, bleibt Cottbus drin. Aber das ist doch alles an den Haaren herbeigezogen. Da kann ich auch ein Lotto spielen, da habe ich, glaube ich, mehr eine größere Chance, einen Sechser zu bekommen, als hier zu hoffen bis zum Ende. Du musst jetzt eigentlich, also ich weiß nicht, wenn ich der Verein wäre, wir gucken nicht rein, wir sind ja immer noch extern, das darf man nicht sagen, wir stecken ja nicht im Verein drin, aber da muss schon jetzt seit mindestens, heute ist Dienstag, also seit 5 oder 6 Tagen muss mindestens alles auf Hochtouren laufen, müssen die Sponsoren abgeklappert werden, seid ihr bereit, mit uns in die 4. Liga zu gehen, wie hoch ist euer Etat, was würdet ihr uns geben, da muss mit den Spielern gesprochen werden, da kannst du nicht bis zum 28. Mai warten und sagen, naja, ein bisschen Hoffnung habe ich noch und vielleicht und bis dahin ruht der See, das geht nicht und ich glaube auch nicht dran, weil wer soll es noch machen und du weißt ganz genau, Kaiserslautern ja genauso ein Ding, Kaiserslautern genug Schulden, aber das ist Traditionsverein und du warst ja auch in Duisburg gewesen, zwar war das Spiel gegen Uerdingen, aber du hast doch das Stadion von Duisburg gesehen, das ist wahnsinnig, das ist für Drittliga und Zweitliga-Verhältnis ein wunderschönes Stadion. Ja, sehr und, modern. Und das wird die Stadt nicht zulassen, dass dort Viertliga-Fußball gespielt wird, weil Duisburg dann keine Lizenz kriegt. Irgendwie kriegen die das alle schon hin, da brauchst du keine Bange haben. Keine Bange haben, dass Duisburg... Oder das ist, oder nicht hoffen, besser gesagt. Ich wollte gerade sagen, das ist sehr schön ausgedrückt. aber das sind ja gerade so noch die Sachen, wo sich gewisse Leute noch dran festhalten. Ja, aber das ist falsche Hoffnung. Das ist Scharlatanerei, finde ich. Das ist falsche Hoffnung. Du musst halt, ja, man kann drüber schreiben, aber ich sehe das ähnlich wie du. Also, weiß nicht, ob man... Will man so die Klasse halten, ist auch eine natürlich andere Sache. Frag mal in Darmstadt und Paderborn nach. Ja, okay, gut. Ich hab's, also hab ich ja noch nicht so erlebt als Cottbus-Fan. Aber ich sag mal, wenn wir sportlich so verschissen haben, dann sollte man noch runtergehen. Aber wahrscheinlich würde ich das total anders sehen, wenn jetzt gleich die Nachricht reinkommt, Duisburg-Lizenz entzogen, Cottbus bleibt wahrscheinlich, oben, dann würden sagen, wir uns in den Arm hier liegen cool, und cool, sagen, wir können was den geht. Können den Podcast abbrechen, ab nach Cottbus, ja. Pedel schnappen und genau. ein bisschen schnacken. Ja. So ist das. Ja, und wir sind ja auch ein bisschen Opfer unserer eigenen Medienmache mit dem 4. Absteiger, nicht? Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben ja, ich will nicht sagen, dass Cottbus der Vorreiter war, was die Regionalliga-Reform angeht, aber nun haben wir den 4. Absteiger und ist ausgerechnet der 4. Absteiger Cottbus. Hätten wir vielleicht den Mund gehalten, wären wir vielleicht bloß 3 abgestiegen, das weiß man alles aber nicht. Aber trotzdem war trotzdem richtig, dass... Es ist richtig, um Gottes Willen, natürlich, aber wir sind halt, ja dummerweise der 4. Das ist die Ironie dahinter, ja. Vor allem so lautstark, wie sich Wollitz halt in der Regionalliga für die Regionalliga Nordost eingesetzt hat und die Regionalliga Nordost dieses Jahr einen direkten Aufsteiger hat, aber sie es kommendes Jahr nicht mehr hat, ist ja schon wieder phänomenal, weißt du, da setzt sich Cottbus so ein für die Regionalliga und jetzt, wo wir wieder runtergehen, müssten wir, wenn wir überhaupt Meister werden sollten,
Das kommt ja noch dazu. Alles, das ist ja, das steht ja auch noch in den Sternen, das wird schwer genug. Und dann noch, ja, ich glaube, gegen die West. Gegen West, du bist Regionalliga West, jawohl. Müsste man ran. Das wird schwierig, schwierig genug. Schwierig genug. Genau, wir wollten des Weiteren, um das zweite Thema mal so abzuhaken, es sei denn, du hast dazu noch was zu sagen, zwecks, wo war die Spiele davor, wir könnten jetzt jedes Spiel einzeln durchklappern, aber das bringt es jetzt auch nicht, glaube ich, falls, es sei denn, dir liegt nur ein Spiel auf dem Herzen, was man... gar nicht. Mir geht's ähnlich. Wir waren, glaube ich, beide bei genug Spielen dabei, dass wir uns hier schon ein Bild von der Saison machen können. Also, ich habe gerade mal die Statistik rausgeholt. Also, wir haben in der Rückrunde 25 Punkte geholt und in der Hinrunde haben wir 20 Punkte geholt. So, und wir haben insgesamt 17 Niederlagen kassiert und haben, wenn ich richtig zähle, 12 Mal gewonnen. Das ist für einen Absteiger relativ gut, aber es, ja, hat nicht gereicht. Richtig, richtig. Kommen wir mal zu unserem ersten Podcast. Das war ja der Hinrunden-Podcast, wo wir... ja, in der Langeweile der Winterpause gesagt haben, lass einfach mal so einen Spaß hier aufnehmen. Und da haben wir auch ein bisschen über gewisse Spieler geredet, ne? Ich erinnere da an die Gewinner der Hinrunde. Und die würde ich gerne jetzt nochmal mit dir aufgreifen und vielleicht generell nochmal so ein paar Spieler durchgehen, weil gerade bei den Gewinnern der Hinrunde bei mir ja nun doch der eine oder andere dabei war, wo ich mich im Nachhinein auch frage, ja gut, kam nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Wenn du möchtest, können wir das ja einbitten, indem wir alle 32 Spiele von uns mal durchgehen. Und da sind ja dann auch deine Gewinner und unsere Verlierer der Hinrunde drin und dann können wir ja das so machen. Fangen wir einfach bei 1 wie Aftus Balc an und hören bei 38 wie Dietmar Rangelow auf. Und 5 Stunden später haben wir sie dann alle durch. Feuer frei, ich habe Zeit. Gut, fangen wir mit Afto an. Afto, Stammtorwart, hat dann seine Position, war verletzt, hat dann freiwillig auf Deutsch gesagt den Stuhl geräumt für Kevin Rauhut. Zum Schluss war er dann doch wieder Torwart. Ich finde, eigentlich eine richtig solide, relativ solide, gute Saison. Also die letzten Spiele hat er mir sehr gefallen. Braunschweig hat er mir sehr gefallen. Wie gesagt, ich habe das Spiel nochmal im Relive gesehen. War er sicherer? Ich glaube auch, nachdem er für Kevin Rauhut wieder reingekommen ist, war er generell ein bisschen souveräner. Davor hat er doch mal den einen oder anderen Lapsus gehabt, aber ich glaube, die Pause hat ihm gut getan. Das glaube ich auch, dass er gerade nach der Verletzung oder wo er dann auch nochmal zwei, drei Spiele auf der Bank saß, glaube ich, viel besser wiedergekommen ist. Auch erst dann war ich richtig überzeugt von ihm. Ich habe vor der Verletzung gedacht, okay, Sparsch hat seine Stärken. Ich fand ihn beispielsweise im 1 gegen 1 immer extrem überragend. Ja. Das war seine Stärke, auch bei hohen Bällen extrem sicher. Aber nachdem man dann so sehr, wie ich ihn schätze, als Charakter auf dem Feld und auf der Bank, aber als Kevin Rauhut dann bei hohen Bällen doch sich den ein oder anderen Bock geleistet hat, war ich dann doch immer erleichterter bei Ecken, wenn da hinten auf das Balch drin war. Wobei wir gleich wieder jetzt bei Kevin Rauhut sind. Ja, das ist ein nahtloser Übergang. Als Motivator oder als so kleiner Leader von der Bank, der da ein bisschen die Brust immer noch rausgehalten hat, definitiv wichtig war. Aber ich glaube, in Sachen reiner Torhüterqualität war dann Sparic in den letzten Spielen doch die bessere Variante. Ja, glaube ich auch. Also Sparic ist ja dann wieder reingekommen, nachdem Rauhut sich ja, glaube ich, ein Muskelfaserriss, glaube ich, zugezogen hatte. Ich glaube, das war sogar das Jena-Spiel. Ich glaube, er hat das Jena-Spiel noch durchgezogen und danach war er, glaube ich, schon wieder draußen und hat dann, glaube ich, Sparic dann weitergemacht. In der Halbzeit war Sparic ja schon drin. Oder, ja, genau. Und dann, wie gesagt, seitdem hat der Sparic komplett durchgespielt. Da war ja dann, glaube ich, kein Raum mehr. Bevor wir weitergehen, Afto Sparic, der Verein hat eine Option. Soll er sie ziehen? Ja, definitiv Daumen nach oben, oder? Ja, wer weiß halt nicht, was das für Optionen sind. Es geht ja dann wahrscheinlich auch darum, wie teuer das ist, den dann zu halten. Aber es gibt schon ein paar Spieler, da wäre es extrem gut, wenn man die halten könnte. Da stecke ich aber auch nicht dahinter, ob das überhaupt machbar ist. Aber Sparhead hinten im Tor wäre schon mal eine schöne Basis da hinten. Also wir gehen mal davon aus, dass das genügend Geld da ist. Gehen wir mal davon aus, weil du ja gerade gesagt hast, das stimmt, wer weiß, wie diese Option aussieht. Wenn da steht, Afto, du bekommst 10.000, wir haben die 10.000 nicht, dann ist es Quatsch. Aber wenn die Option machbar wäre, würdest du sagen, sollte der Verein sie ziehen. Auf jeden Fall. Gut. Sind wir uns einig. Aber, Wir uns einig. So, Kevin Rauhut, der Vertrag läuft aus, gilt auch nicht mehr, würde auslaufen, verlängern oder nicht verlängern? Puh. Wenn Geld da wäre und er willig wäre? Leg du mal vor, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, nee. Nee? Nee, weil du hast immer noch den Stawecki hinten.
Und Pele Wolles hat ja gesagt, Tim Mischtawecki ist ja, darf noch U19 halten, ist keine Frage, aber scheint auch nicht gerade der Schlechteste zu sein. Mhm. Und du musst ihn gerade in der Regionalliga, musst du ihn versuchen, als Ersatztorwart aufzubauen, hinter Spahic. Wenn Spahic jetzt, sage ich mal, sagt, nee, die Option kannst du ziehen, wie du willst, ich bin trotzdem weg, dann könnte man vielleicht Kevin Raut auch in der Regionalliga halten und dann Mischtawecki als zweiten Mann. Aber ich glaube, du brauchst nicht drei richtig gute Torhüter für die Regionalliga. Und da schreibe ich so, dass wir sagen, wenn Spahic bleibt, dass Rauhut nicht unbedingt bleiben müsste, ja. Aber sag mal, sagt Spahic, nee, er geht, wo auch immer er hingeht, dann sollte Rauhut schon gehalten werden. Wobei es menschlich natürlich sehr wehtut, weil du ja schon gesagt hast, wenn man ihn auf der Ersatzbank sieht, er geht ja wirklich zu 120% mit. Also es ist ja Wahnsinn, wie er die Mannschaft pusht. Und ja, der ist ja auch nicht umsonst im Mannschaftsrat, das darf man auch nicht vergessen. Genau, also das soll jetzt auch nicht irgendwie heißen, dass wir den nicht mobben, nur weil wir jetzt sagen, von wegen, nee, wenn Spahic bleibt, brauchen wir den Rauhut nicht. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in der Konstellation, wie du gerade gesagt hast, macht das vielleicht durchaus Sinn. Ja, haben wir die Torhüter erstmal abgearbeitet. Ja, dann geht's weiter. Nummer 2, Luke Hemmerich. So, ist Luke Hemmerich hat sich erledigt, ist sowieso eine Leihgabe, geht sowieso zurück zur Aue. Wie hast du seine Rückrunde gesehen? Er ist ja zur Winterpause gekommen. Licht und Schatten? Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich dachte mir am Anfang, was ist das denn? So von wegen, weil seine, also er ist ja schnell und alles, aber seine Lauftechnik, ist so unkoordiniert, der rennt, da dachte ich, Gott, das erinnert mich an so meine B-Jugendkollegen, immer der zwar schnell war, aber gar nicht wusste, warum er schnell ist, weil er lief halt? Ja. Er lief halt so komisch, aber so im Nachhinein oder desto länger er da war, habe ich ihn dann doch wertschätzen gelernt. Und gerade auch gegen Uerdingen hat er mich total überzeugt. Da haben sie nochmal reingeschmissen. Als er reinkam, ja, der den Großkreuz da so bearbeitet, hat Großkreuz fast noch Gelb-Rot quasi mit hinterhergeschickt, weil er da richtig Betrieb gemacht hat. War schon einer, den man dann definitiv bringen konnte. Hat mir von der Bank immer besser gefallen. Ja. Weil er halt zum Nachladen gut war. Wie gesagt, er war schnell, konnte dann die Akzente bringen, hat doch, glaube ich, dann gegen Köln die wichtige Vorlage zum Siegtreffer gemacht. Ja. Guter Spieler, aber machen wir uns nichts vor, der ist weg. Der ist weg. Luke Hemmerich, weiß er nicht, wie hast du es gesehen? Weil, wie gesagt, mein erster Eindruck war wirklich so von wegen, ui, bei ihm. Ähnlich, also bei mir sah es so aus, erster Eindruck war übermotiviert. Er ist gerannt, er ist gelaufen, so am Anfang wie Broschinski, aber da kommen wir gleich nachher noch dazu. Gerannt, ist ja ganz klar, wenn ich erst zur Winterpause komme, dass da die Laufwege nicht stimmen können. War auch manchmal ein bisschen unglücklich, also übermotiviert ist vielleicht das beste Wort. Bestes Beispiel zum Beispiel Kaiserslautern, wir führen 1-0. Und Pele Wolles wechselt ihn ein und in der Nachspielzeit rennt er wie blöde nach vorne, dann kommt der lange Ball, dann rennt er wieder zurück, dann was wir alle nicht wussten, Abseits und Abseits in der eigenen Hälfte und dann ist das 1-1 gefallen. Und wo man sagt, bleibt der vorne stehen, ist zwar trotzdem Abseits, aber dann ist es nicht in unserer Hälfte, sondern ist es ganz weit weg vom Kaiserslautern-Tor und das meine ich wie übermotiviert. Weil der Ball ja auch ins Ausgegangen wäre, deswegen, also das ich habe dazu gesagt, das war so vom Fußball-IQ oder vom, wie man das beschreibt, vom Fußball, Fußball-IQ trifft es am besten, anders könnte ich es jetzt nicht beschreiben, einfach schwach. Ja, wobei man dazu sagen muss, davon, dass ich die Abseitsregel auch nicht kannte, aber er trotzdem. Ist aber erst 20, das darf man nicht vergessen. Und zum Schluss hat er seine Sache ganz ordentlich gemacht, er muss halt bloß ein bisschen mehr geerdet werden, er muss sagen, pass auf, du rennst viel, aber du musst, das was Dietmar Rangelow ja auch gesagt hat, du musst bewusst rennen, du darfst nicht nur hin und her rennen, sondern du musst dir das einteilen und du musst auch wissen, warum läufst du jetzt dahin und warum machst du das. Wie gesagt, Mitko Rangelow sagte ja, die Mannschaft rennt viel zu viel und weiß gar nicht warum, wir müssen ruhiger, entspannter werden. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Luke Hemmerich, machen wir uns nichts vor, ist bloß ausgeliehen, ich glaube nicht, dass Aue ihn nochmal ausleiht für die Regionalliga, wäre eine coole Sache, muss man gleich dazu sagen, kann man vielleicht zur Aue sagen, passt auf, zweite Liga hat da keine Chance, leiht ihn nochmal ein Jahr in der Regionalliga aus, kriegt eine Standplatzgarantie, fertig ist der Drops gelutscht. Aber es sieht wohl alles nach Abschied aus. So, Haken wir ihn ab. Nummer 3, André Starzew. Ui. Halt denn. Aber hat, glaube ich, auch Vertrag, wenn ich mich an die Kollegen aus der Rundschau überlegen muss. Hat, glaube ich, Vertrag und ist auch richtig so, weil für die Regionalliga reicht es auf jeden Fall. Hat er ja schon bewiesen. Absolut, ich weiß halt nicht, wie es bei ihm aussieht, vom wegen, ob er da jetzt nochmal Bock drauf hat, dass er, weil ich sag mal, er saß ja nun wirklich in der dritten Liga fast nur auf der Bank, ob er jetzt nochmal Bock Rückrunde hat. Auf jeden Fall, Hinrunde hat er 2-3 Mal gespielt, aber war nicht doll. Aber
Aber ob er jetzt nochmal Bock drauf hat zu sagen, ja, jetzt bin ich wieder gut genug für euch. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Aber in der vierten Liga, da war er ja, wenn ich mich zurückerinnere, ja, ich will nicht sagen überragend, aber er war halt schon gut da auf der Außenverteidiger. Hat Baude verdrängt, darfst du nicht vergessen. Genau, hat Baude verdrängt und wäre vielleicht einer, den man für die Regionalliga halten könnte. Also ich gebe dir recht, halten. Genau, so, Nummer 4, Philipp Knechtl, ganz heißes Eisen. Ja, das... Boah. Ist halt, weiß nicht, ob das Sinn macht, jemanden, der jetzt gefühlt die letzten 2-3 Jahre davon mehr als die Hälfte verletzt war. Mehr als die Hälfte, ja. Weit mehr als die Hälfte. Und selbst in den Phasen, wo er dann, sag ich jetzt mal, von großen Verletzungen verschont wurde, immer wieder kleine Wehwehchen hat. Jetzt hat er ja wieder was mit der Entnahmestelle von seiner Kreuzbandplastik, wo ich auch nicht weiß, wie lange und sonst was. Und ich weiß auch nicht, ob sich es als Regionalligist dann lohnt, so einen verletzungsanfälligen Spieler nochmal zu holen. Es würde, glaube ich, jeden im Herzen wehtun, wenn man da sagt, nee, das geht einfach nicht mehr. Ja, du hast es, ja, schwierige Frage, Frank, was sagst du? Ist sehr schwierig, zumal er kämpft sich immer wieder ran, macht ein einziges Spiel und ist danach wieder für Wochen verletzt. Ja, das letzte Spiel war, glaube ich, das letzte Pokalspiel, wo ich live dabei war, wo du kommentiert hast mit dem Stefan, genau, Brieselang müsste das gewesen sein. Und ja, er hat das Spiel gemacht, er war solide, ich muss dazu sagen, Brieselang ist nun auch kein anzunehmender Gegner, aber er war danach gleich wieder verletzt und das ist das Traurige, er macht ein, zwei Spiele, wo man denkt, und man sieht dann auch in den ein, zwei Spielen, die er macht, dass die Spielpraxis fehlt. Das sieht man und das ist ja auch logisch, aber er kann sich gar keine Spielpraxis erarbeiten, weil er danach gleich wieder verletzt ist. Und ja, es tut mir leid und es hat auch einer mal auf der Pinnwand geschrieben, höherklassig als fünfte Liga geht es wegen der Verletzungsanfälligkeit leider nicht. Also es tut mir echt leid um den Jungen, weil ja Eigengewächs-Leader war ja auch Mannschaftsrat, hatte oder war mal Mannschaftsrat, beziehungsweise hat auch eine Stimme in der Mannschaft, aber was, nee, tut mir leid. Ja, ist sehr, sehr traurig, ja. Einfach nur schade. Sehr schade. Wir können da jetzt noch 5 Minuten drüber reden, ja, wie leid uns das tut, aber ja, dabei müssen wir es jetzt belassen. Nächste heiße Eisen, José Junior Matovia. Ja, geiler Spieler für mich immer noch. Aber glaube ich nicht, dass der bleibt. Warum nicht? Zu gut. Ach, hör doch auf. Ja. Nein. Doch. Habe ich dir nicht gerade vorgelesen, dass wir die viertschlechteste Mannschaft in Gegentore sind? Das ist das Komische, was ich immer nicht verstehe. André Schubert bei der PK vor dem Schicksalsspiel gegen Cottbus. Herr Schubert, wie schätzen Sie die Cottbuser Mannschaft ein? Wir wollen sie ja nicht stark finden. Ja, sie haben eine gute Defensive und bla bla bla. Aber ich denke, Junge, guck doch mal auf die Statistik. Wir sind die viertschlechteste Mannschaft, was Gegentore betrifft. Nee, der geht nirgendwo hin. Und wenn du Braunschweig das im Real Life gesehen hast, der muss zum Frühstück musste schon Stierhoden gefuttert haben. Der war ja sowas von übermotiviert. Der hat den Fitzner nach dem Elfmeter hat er ja noch ein paar Mal, selbst da hätte ich als Schiedsrichter schon gesagt, mindestens gelb oder schon gelb-rote geben, wie oft der dem auf den Kopf gehauen hat und mit der Kopfnuss immer versucht hat zu machen. Ja, also gut. Ich glaube nicht, also zu gut, es kann sein, dass ein anderer Regionalligist ihn holt, weil für die Regionalliga ist er wirklich top, aber für die dritte Liga, ich kann mir nicht vorstellen, zumal er passt auch nicht ins Profil, weil er älter als 23 ist, das darf man ja als Drittligist, muss man das ja immer im Auge behalten. Ich gebe dir recht, dass seine sein Übermotiviertsein, klar, jetzt hat er die völlig berechtigte gelb-rote Karte in Braunschweig bekommen. Ja, aber das ist sein Spiel. Er hat das ein oder andere Mal, glaube ich, auch eine rote bekommen. Ja, gegen Zwickau. Ja, glaube, müsste oder Halle. Zwickau oder Halle ist ja geil. Aber wo er da ein bisschen zu sehr abgegrätscht hat. Aber so von der Mentalität und allem, also ich schätze ihn als jemanden ein, der durchaus in so einem, ja, mittelmäßigen, unterrangigen Drittligateam eine Rolle finden nicht könnte. Finde ich nicht. Okay. Also ich würde sagen, umso mehr würde ich mich freuen, wenn er bleiben würde. Ja, und wenn um er das wechselt, mal zu sagen, und also wenn er wechselt, dann wechselt er nur in die Regionalliga, aber Drittliga wechselt er nicht. Okay, wobei, das schreibe ich mir auf, da bin ich mal. Schreib mal auf. Machen wir beim nächsten, beim vierten Podcast, das ist dann der Saisonvorbereitungspodcast, den wir dann irgendwann machen werden. Wobei, das hatten wir auch schon in dem Hinrunden-Podcast gesagt, José Junior Matovia braucht immer einen starken Mann neben sich. Das war mit Marc Stein. In der Regionalliga war das top. Da haben wir auch bloß 14 Gegentore kassiert. Überhaupt keine Frage. In der Hinrunde mit Marc Stein hat es noch einigermaßen funktioniert. Aber jetzt mit Robert Müller, boah, also ich
Also ich würde Matuidi unbedingt behalten wollen, aber ich glaube nicht, wie das in der Rundschau geschrieben wird oder wie auch bei Dritte Liga Online, dass es schwer wird, ihn zu halten. Ich würde zwar alles eine Frage zwischen Daumen und Zeigefinger sein, aber ich glaube, für eine Dritte Liga, für den Drittligisten reicht es bei ihm nicht, definitiv nicht. Auch wenn es uns allen schwerfällt, darüber zu reden, aber das ist auch auf jeden Fall einer der Faktoren, die es in der Rückrunde nicht einfacher gemacht hat. Jetzt können wir auch noch mal ganz kurz Marc Stein einwerfen, weil ich gebe dir... Den wollte ich zum Schluss nehmen. Aber nein, gut, mach aber ich. Das passt ja, gerade so gut rein, machen wir jetzt, weil, ja. Weil ich erinnere mich noch, im ersten Podcast haben wir nämlich über Matuidi, oder ich habe Matuidi auch in den Himmel gelobt, weil ich gemeint habe, so, der passt da hinten schon richtig gut rein. Und da hast du noch gesagt, der ist aber nur so gut, weil Marc Stein ihn so gut ja, sein genau. lässt. Ja, genau, finde ich das, auch. Und sobald Marc Stein weg war, erst da habe ich es gemerkt und da habe ich auch gesehen, okay, Frank, du hattest recht, diese Innenverteidigung war, als Robert Müller kam und die, was auch logisch ist, dass alles noch nicht so ganz harmoniert hat, da habe ich Matuidi auch nicht wiedererkannt. Ich fand ihn jetzt gegen Ende dann wieder ja, besser, sie eingespielt. Aber es war kein Vergleich zu dem Verteidiger-Duo Marc Stein und Matuidi. Also da so ein Matuidi um Marc Stein hat mir wesentlich, wesentlich besser gefallen, um das nochmal mit Marc Stein aufzugreifen. Ich weiß gar nicht, wer weiß, was passiert wäre, wenn Marc Stein geblieben wäre, Frank. Das sind ja auch dann wäre so Marc Stein wieder solo. Ja, wow, nicht. Abgestiegen ist er jetzt mit Stuttgart trotzdem, ne? Ja, weil also, er hat eine intakte Familie, manchmal geht die ja. Familie vor. Ist aber, also, da wollen wir ja auch nicht ihnen dazwischen reden und zu so sagen, ey, was haust du einfach ab, aber sag mal, glaubst du, es wäre oder es hätte anders verlaufen können, wäre er geblieben, sportlich gesehen? Ja, wobei wir jetzt zwei Spieler vorweggehen, mit Robert Müller kann man das ja vergleichen. Robert Müller wurde ja als ein Ersatz geholt. Und ich sag mal so, in der Abwehr hat Robert Müller über 300 Pflichtspiele in der dritten Liga. Ist, glaube ich, Platz 4 auf der ewigen Rangliste in der dritten Liga. Defensiv hat Robert Müller vielleicht fast das Loch gestopft von Marc Stein. Aber Marc Stein hat auch offensiv Akzente gesetzt. Er hat auch offensiv Tore geschossen. Wenn ich jetzt meine Statistik raushole. Hat er öfter mal einen reingenickt. Und wie viele Tore hat Robert Müller reingenickt? Nix. Einen Kopfball habe ich jetzt in Braunschweig gesehen. Und das war auch bloß, weil sie dann hinten die Viererkette oder Dreierkette aufgelöst haben und er nach vorne gegangen ist. Also abwehrtechnisch hat Robert Müller, ja, geholfen, Marc Stein zu ersetzen, aber nach vorne nicht. Und wie es mannschaftsintern war, kann ich nicht beurteilen, will ich nicht. Also ich glaube, wir haben ganz schön zu knabbern gehabt, dass Marc Stein, als er weggegangen ist. Und tja, schade. Aber es ist, wie es ist. Ja, gebe ich dir recht. Wollen wir noch Robert Müller jetzt gleich mit? Ja, machen wir Robert Müller. Überspringen wir mal Fabian Holthaus. Den kommen wir dann gleich. Machen wir Robert Müller. Aus Uerdingen gekommen. Kaum Spielpraxis aus Uerdingen. Ja, sag mal, hat sich hier, war ja Stammplatz, war ja mehr oder weniger gesetzt, weil ja Marc Stein den Platz frei hatte. Philipp Knechtl ausgefallen ist und wieder mehr oder weniger nur noch mit Leon Schneider einen sehr jungen Innenverteidiger hatten. Defensiv, ja. Offensiv hat man nicht viel gesehen, ist auch im Endeffekt stärker geworden und ich bin auch der Meinung, da der gute Mensch schon über 33 ist, wird er uns auch erhalten bleiben. Glaubst du, ja? Ja. Okay. Weil würdest du einen 33 Innenverteidiger vom Absteiger holen? Nö. Na, aber du. Wer weiß, ob noch jemand einen braucht, aber wär nicht schlecht, wenn der bleiben würde. Ich glaube aber, wenn wir es so runterbrechen, werden wir jetzt bei einigen Spielern sagen, die bleiben, oder du bist da, glaube ich, positiver als ich eingestellt. Also, wahrscheinlich. So haben wir ja gerade schon bei Matuidi gemerkt, wo du dir denkst, dass er wenigstens in der Regionalliga bleibt. Robert Müller, ja, ich sag mal, das wäre ja dann wenigstens schon mal so Torwart, Innenverteidiger, was, womit man was anfangen könnte, sage ich jetzt mal. Ja, du brauchst ja ein Gerüst für die Regionalliga und wir haben das ja vor 3 Jahren, haben wir es auch gemacht. Wer war denn da? Da war dann Marc Stein, war hinten, in der Mitte war Kruse. Und vorne, gut, vorne war Förster vielleicht, derjenige von den Älteren. Und dann haben sie die Jungen rundrum gebaut. Dann haben sie Freitas, Mamba und wie sie nicht alle hießen. Die haben sie dann halt drumrum gebaut. Baude war noch da. Baude hat auch noch, das war auch noch einer über 30, den sie damals geholt haben. Also du brauchst ja ein Grundgerüst. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ja. So, Fabian Holthaus. Nein. Einer der Spieler der Hinrunde. Ja, jetzt kommst du. Ja, Fabian Holthaus. Ist mir in Erinnerung geblieben durch sein Freistoßtor. Was wunderschön. Hammer, Wahnsinn. Tor des Monats für mich, aber haben aber die anderen anders gesehen. Ich weiß nicht, glaube ich nicht, dass er bleibt. Und ich weiß auch nicht, dadurch, dass er ja am Ende auch nur hauptsächlich eingewechselt wurde, er hat sich, glaube ich, dann auch nochmal an der Schulter ausgekugelt, ja. Schulter verletzt.
Und ich weiß nicht, ob es Sinn macht, da nochmal verlängern zu wollen. Jetzt kommt Trank wahrscheinlich gleich wieder und sagt, der bleibt. Nee, der bleibt nicht. Nein. Dann sind wir uns da wenigstens einig. Also Fakt ist ja, er war ja dritte Liga vereinslos, ist ja dann in der Hinrunde dann zu uns als vereinsloser Spieler gekommen. Wir brauchten unbedingt einen Spieler, haben ja dann neben Dimitar Rangelov ja Fabian Holthaus und Lars Bender geholt. War in der Hinrunde, ich will nicht sagen gesetzt, aber hat öfter gespielt als Schlüter. Aber zum Schluss hat sich scheinbar Schlüter wieder durchgesetzt. Und ja, ich glaube auch nicht, dass er sich die Regionalliga antut. Ich glaube, er ist der Meinung, dass er für Höheres berufen ist. Ist natürlich auch aus der U23-Regel rausgefallen, den Drittligisten. Also es wird alle, die älter als 23 sind, für die wird schwer, in der Regionalliga was Neues zu finden, wenn sie nicht gerade entweder einen guten Berater haben oder gut gespielt haben. Ja, aber ich glaube nicht, dass er bleibt. Nein, also es ist definitiv nicht. Also ich kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann belassen wir es dabei. Sind bei uns anscheinend einig. So, Lasse Schlüter, das Enfant-Terrible der Cottbuser Mannschaft, an denen sich ja so die Geister scheiden zwischen Genie und Wahnsinn. Ja, gehen wir her. Die der hat übrigens Vertrag. Der hat übrigens Vertrag, also der bleibt. Ja, ist doch schön. Also ja. Kapitän nächstes Jahr und dann geht's los. Kapitän weiß ich jetzt nicht. Also ich erinnere mich, ich habe hier viele Spiele in der Rückrunde mit Marian kommentiert. Grüße an Marian, falls er das hört. Der war ja von Lasse Schlüter immer so semi-begeistert, aber wo wir uns trotzdem einig waren, war auf jeden Fall immer die Tatsache, dass er komischerweise zumindest in der dritten Liga im Mittelfeld uns besser gefallen hat als hinten. Ja, ja. Ist halt dann die Frage, er hat ja Vertrag, wenn er oder... Wir gehen jetzt einmal davon aus, er kommt mit runter in die Regionalliga, was ja offensichtlich wahrscheinlich ist. Spielt er dann wieder Verteidigung oder geht er gleich wieder ins Mittelfeld? Weil für die Regionalliga scheint es ja hinten in der Verteidigung gereicht zu haben, klingt so abwertend. Aber da in der Regionalliga hat er mir richtig gut gefallen auf den Außen. Ja, aber ich sage mal, das muss dann, ich hoffe, Pele Wollitz, er ist dann auch Trainer bei uns, dann entscheiden, hole ich noch einen linken Verteidiger? Oder hole ich noch einen linken Mittelfeldspieler? Und je nachdem, was ich dann hole und was der Markt anbietet, kann ich dann Lasse Schlüter auf der linken Seite einsetzen. Entweder als linker Mittelfeldmann oder in der Abwehr. Oder aber, das ist jetzt noch so ein kleiner Gedankenblitz von mir, manchmal habe ich das auch, Pele Wollitz plant schon nicht nur für die Regionalliga, sondern plant schon für die übernächste Drittligasaison und sagt, okay, Lasse Schlüter, lasse ich jetzt bloß noch im Mittelfeld spielen, damit er sich dort ja einspielen und einleben kann und dann nicht mehr so ein Tohuwabohu veranstaltet wie in der Hinrunde hinten links. Ja. Also hat Vertrag laut der LR, also brauchen wir gar nicht diskutieren, ob er bleibt oder nicht. Eigentlich und nicht, ne. Wenn er nicht bleibt, ist eine dicke, fette Ablöse fällig. Sagen, überweisen sofort. So, und der nächste in der Liste, Marcel Baude, ja, der geht eh. Der wird doch kein Vertragsangebot erhalten, habe ich gelesen. Laut Rundschau nicht und da stehen, glaube ich, die Zeichen auf Abschied. Ja. Brauchen wir jetzt auch nicht über. Willst du da jetzt noch was sagen? Also. Es ist schwierig. Er war ja in der ersten Regionalligasaison, war er ja gesetzt. Hat ja auch solide, gute Spiele gemacht. Ich denke nur an sein Hammertor in Auerbach damals. Aber dann kam halt Starzew und Starzew hat ihn verdrängt. Und wenn Starzew bleibt, brauchst du keinen Marcel Baude. Aber wenn Starzew natürlich auch geht, dann könntest du wieder Marcel Baude bleiben. Also die Kaderplanung ist es ja, ich finde das mega spannend. Aber ich glaube auch, spannend ist es. Hast du mir das nicht erzählt? Oder bei irgendeinem Auswärtsspiel, ach, das war, glaube ich, in Groß Asbach, habe ich die Chrissy von Lichtpunkt getroffen. Ja, da haben wir gestern noch drüber geredet. Genau. Ja. Und die sagte, ja, ich musste noch in Dresden auf meinen Anschlusszug oder auf mein Anschlussauto warten und weißt du, wen ich im Dresden-Center getroffen habe? Marcel Baude. Und ich sage, wie Marcel Baude? Wenn er nicht im Kader ist, dann müssen die doch zu Hause trainieren. Und sagt sie, nee, die hat ihn getroffen und hat nur angesprochen, hat da ein bisschen gelacht und gegrinst, ein bisschen geflaxt. Und das sieht dann schon sehr nach Abschied aus. Das ist dann, tut mir zwar auch leid, ist auch Familienvater geworden dieses Jahr, glaube ich, aber boah, tja. Ja, also wird darauf hinauslaufen. Ja. Gut, kommen wir zu 6, zur Nummer 6 oder zum nächsten Spieler, Jonas Sickert. Siehe Philipp Knechtel. Wollte gerade sagen, ja. Wir verweisen auf Minute 29, Sekunde 20. Das sei zu Jonas Sickert gesagt. Ja, es ist verdammt ärgerlich. Zumal
der Junge hat ja an, der hat ja die Ansätze, wenn man sieht, wo er noch fit war, wo Wollitz ja gekommen ist vor 3 Jahren, die letzten 5 Spiele in der dritten Liga hat er voll auf Zickert gesetzt und Zickert hat da Bombenspiele gemacht. Ja, und dann das kam der Kreuzband ja auch wieder so umso trauriger. Ja, das ist es ja, aber du kannst dir von der Vergangenheit nichts kaufen, das ist das. Ja, und das, wie gesagt, da gebe ich dir absolut recht, das ist jetzt exakt dasselbe, will man nochmal das Risiko eingehen. Richtig. Und ich glaube, das ist rein finanziell auch einfach leider, das muss man immer wieder betonen, nicht drin, denen nochmal einen Vertrag zu geben. Ich glaube es einfach nicht. Und da kommt wieder meine Standardfloskel, uns fehlt die U23, beziehungsweise uns fehlt Energie Cottbus zweite Mannschaft, wo solche Leute für kleines Geld sich wieder ranarbeiten können und wo man sagen kann, okay, jetzt hast du die Spielpraxis, jetzt bist du beschwerdefrei und jetzt reicht es auch vielleicht mal für einen Kurzeinsatz in der ersten. Ja, gebe ich dir recht. Wir haben übrigens die Verteidigung durch. Hurra! Mal hier kurz, können wir uns nochmal kurz durchschütteln. So, die Abwehr ist geschafft. Die Gelenke auf Trab bringen. Noch mal also die viertgrößte Schießbude der Liga haben wir jetzt abgearbeitet. Wobei ja Philipp Wollitz sagt, die Abwehr beginnt schon vorne im Sturm. Ja. Aber jetzt muss ich wieder kommen. Jetzt kommt, du hast leider deinen Phrasenpinguin. Doch, da ist er. Da muss ich gleich mal 5 € reinschmeißen. Als ich das nämlich gelesen habe, dass wir den 6 besten Sturm hatten, aber die 4 schlechteste Abwehr, fiel mir wieder der Spruch ein, mit Toren gewinnt man Spiele, aber mit einer guten Abwehr gewinnt man die Meisterschaft und in unserem Fall hätte man den Klassenerhalt damit erreicht. Ja. Jo. 5 € macht das. Ja. Der Spruch. Ja, und soll ich noch was sagen? Das ist aber Wollitz sein Konzept, glaube ich. Weil wenn wir uns erinnern mit Jula und mit Petersen, wo die damals die zweite Liga gerockt haben, war auch das Wollitzsche Prinzip, egal wie viel hinten du reinkriegst, du haust vorne einfach mehr Dinger rein. Und ja, es hat damals gut geklappt, aber diesmal leider nicht. Ja, leider. Aber zum Trainerstab kommen wir ja noch. Wir sind jetzt bei der Abwehr durch. Das wird ein langer Podcast. Ich weiß schon. Fangen wir im Mittelfeld an, Frank. Du darfst gleich wieder. Ich finde es schlau, wenn wir das so ein bisschen selber gegenseitig einleiten. Mache ich nochmal 2 Spieler und dann darfst du wieder. Kevin Weidlich. Halten, Kapitän, nächstes Jahr. Lustigerweise, die Story erzähle ich jetzt einfach nochmal, weil wir sind in einem Podcast. Ja, natürlich. Ich natürlich nach dem Braunschweig-Spiel in Berlin umgestiegen, um nach Lübbenau zu fahren und stand halt noch in meinem Cottbus-Trikot, meinem Orangenen da und dann hat mich ein... Orange, das Silber hinten genau, drauf. Genau, okay. Hat mich jemand angesprochen, der konnte kein Deutsch. Hast du mal eine Mark? Nee, aber der hat nur, kam so auf mich zu und hat so gesagt, Energie Cottbus, scheiße. Und ich so, Und dann hat er irgendwie was gesagt, was ich nicht verstanden habe. Und dann haben wir halt uns auf Englisch geeinigt, weil das konnte er anscheinend besser. Und er meinte, er sei ein Kumpel von Kevin Weidlich, was ich ihm abkaufe. Und er meinte, dann habe ich so gefragt, und bleibt er? Und er meinte so, nee, weil er hat schon längst seine Wohnung geändert. Und dann dachte ich auch nur so, okay, alles klar. Das nur mal so als Anekdote. Ich meine, jeder kann natürlich von sich behaupten, ich bin der Kumpel von dem und dem. Aber also mein Kumpel ist Messi. Ja, und der hat auch schon seine Wohnung abgegeben. Aber das die musst mal du so, mal sehen, die Wohnung von dem, ja. Das nur mal so als Anekdote. Zumal ich auch jetzt nicht so begeistert davon war, dass man mich anspricht, weil, wie gesagt, das war ein paar Stunden nach dem Abstieg. Und so, da war es mir auch ehrlich da gesagt... Da fehlt der Baseballschläger, wa? Da war es mir auch ehrlich gesagt egal. Ich dachte mir dann auch nur so, und bleibt da. Hat seine Wohnung gewechselt, Ja, das sind so Kleinigkeiten, die man gar nicht mehr mitkriegt. Einige haben ja oder wohnen ja in dem Gebäude, wo auch Radio Cottbus drin ist. Da sind ja noch ein paar Wohnungen und manche machen ja auch eine Wohngemeinschaft. Wenn man da ein bisschen Hintergrundwissen hat, kann man schon immer, stehen schon die Umzugskartons. Das waren ja bei ehemaligen Spielern, Cottbuser Spielern ja auch, wo es dann hieß, bleibt da nicht. Und dann hat der eine gesagt, du, ich habe bei dem letztens die Umzugskartons hingebracht. Und dann gab es sogar, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler das war, von dem Verein gab es dann sogar einen Dementi, dass der Spieler doch bleibt und er sich bloß eine andere Wohnung sucht. Also in der Hinsicht. Aber ich will dir mal nochmal, um nochmal schnell das aufzugreifen, was dir auf dem Bahnhof passiert ist. Wie gesagt, ich war ja mit meiner Tochter spazieren während des Spiels im Wald, aber ich war nicht alleine, sondern ich war mit ihrer Kita-Gruppe und ich habe zu meiner Freundin gesagt, wenn mich da einer von Energie Cottbus anspricht, weil ich wohne nun mal im Sachsenland und es kann sein, dass da einige Aue-Fans sind und einige Dresden-Fans sind, wenn mich da einer anspricht, ich glaube, der bleibt im Wald, der kommt da nicht mehr lebend raus. Aber ich muss dazu sagen, waren alle fair, hat keiner drauf angesprochen, dass ich mit rot-weißen Schal und Glücksmütze da rumgerannt bin und war alles gut. Im Zug saß auch einer dann gegenüber von mir, der hat dann gesagt, der hat dann so auf mein Trikot geguckt und hat so zu seiner Frau gesagt, hier, Trauerstimmung. Und der hat meine Blicke dann gefressen, auf jeden Fall. Glaube ich. Also, glaube ich gern. Danach
Ja. Aber ja, Weidlich, um nochmal zum Spieler zurückzukommen, oh, scheiß auf die Geschichten, die mir da irgendjemand erzählt hat am Bahnhof, aber ich dachte, das kann man hier ruhig mal reinwerfen. Passt ja. Passt ja auch so ein bisschen. Ja, wär gut, wenn man den hält, und gebe ich dir recht, wär einer der Kandidaten, die dann auf jeden Fall Kapitän ist wären. Ist auch 29, muss man dazu sagen. Also ist zwar im fortgeschrittenen Fußballalter. Heute hat man ja den Jugendwahn. Damals war ja 29 das beste Fußballalter. Aber mittlerweile ist man ja schon mit Methusalem da drin. Muss dazu sagen, sein Papa ist Berater. Und der ist bestimmt auch nicht auf den Kopf gefallen. Und also bei dem ist so ähnlich wie bei Matovia. Also ich würde mir wünschen, dass er bleibt. Aber ich glaube, wenn er nicht bleibt, spielt er auch nicht drittklassig. Ich glaube, dann wird er maximal in der Regionalliga. Vielleicht geht er nach Nordhausen oder zu anderen Vereinen. Ich weiß es nicht. Ja, mal gucken. Aber wäre super, wenn er bleibt. Und so, den letzten, den ich jetzt erstmal vorlese, Frank, dann darfst du wieder voranschreiten. Aber Felix Geißler. Hast du das Interview gesehen von ihm? Ja. Nach dem Spiel? Einer der wenigen, den ich es abgenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob der bei dem Abstieg vor 3 Jahren auch so geheult hat. Da war er noch in... Nee, da war klar, da war er ja noch da. Stimmt. Da war er auch da, aber das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also ich habe das Interview gelesen, ich fand es richtig... Also gelesen nicht, ich habe es gesehen. Also ich habe es erst gelesen, und die Rundschau ist ja so nett. Und das, was sie schreiben, packen sie nochmal als Video drauf. Ja, mega. Auch die Ansprache, er hat ja auch gesagt, dass der Verein auf ihn zugekommen ist. Hat auch, genau wie Artus Bahic, Optionen vom vereinsseitig. Muss zwar dazu sagen, du hast es ja halt einmal kommentiert, ich glaube, das muss im Duisburg-Spiel, also gegen Uerdingen gewesen sein, oder bei einem Heimspiel bei Aalen, wo er sich erst warm machen sollte und dann aber doch... Osnabrück war das, genau, wo er sich jetzt damit... Das war, wo sich Holthaus verletzt hat. Ja, mit der Schulter, das war es mit der Schulter. Und Freitas, der... Freitas einmal drin, genau. Richtig, Freitas hat 5 Tage nicht trainiert und der wird trotzdem Geißler vorgezogen. Und Geißler hat ja gute Spiele gemacht, wenn man das Ding ja, an Kaiserslautern sieht. Der kam und war am Start. Ja, ja, und ist natürlich schwer. Klar, der Trainer muss am Ende entscheiden, wen wechsle ich ein und wen nicht. Also... und du brauchst in der Mannschaft eine Identifikationsfigur. Du brauchst einen, der die Sportschule besucht hat. Du brauchst eine Identifikationsfigur, der sagt, das ist einer von uns. Und der ist ja aus Fetschau. Und Fetschau ist ja sozusagen ein Vorort von Cottbus, um das mal übertrieben zu sagen. Und in der Hinsicht, ja, halten, nochmal zu halten. Und wenn es möglich ist, ihn zum neuen Fabio Vitteriti machen oder zum neuen Spielmacher. Ja, genau. Wahnsinn. Und dann immer zack von Anfang an und dann ja. Ihn richtig ackern lassen. Das ist ja so ein kleiner, quirliger, ja, ekliger richtig. Spieler. Ja. Der hat auf jeden Fall seine Qualitäten. Und, und das, hat das ja auch seine Tore in der dritten Liga gemacht. Außerdem, ja. Das also darf das man nicht vergessen. Mega wichtig. Das wird, ja. Wird mich mega freuen. Und mich auch. Ja, hoffen wir einfach mal, und dass es so weit kommt. Er ist ja auch gebranntes Kind. Er hat es ja schon einmal durch. Er ist ja schon einmal nach dem Abstieg zu Zwickau gegangen. Und Zwickau ist nun keine Übermannschaft. Und trotzdem hat er es da nicht geschafft. Weil vielleicht hat das Umfeld nicht geklappt. Vielleicht hat es um der Sprache gehapert. Ich als neue Sachse muss das ja mittlerweile auch ehrlich anerkennen. Auf jeden Fall hat es da nicht gepasst. Und ich glaube, er wird sich zweimal überlegen, ob er dann eventuell ein Vertragsangebot von Cottbus annimmt oder nochmal den Sprung in zum anderen Drittligisten machen, weil er ist ja noch 22, er ist noch unter der U23-Regel. Ja, vielleicht hat ein Wolle auch deswegen nicht eingewechselt, weil er gesagt hat, nee, den will ich nicht auf den Präsentierteller packen. Boah. Wahnsinn, das ist eine steile These. Das will ich das unterschreiben. Da steige ich lieber ab. Da steige ich lieber ab. Ja, genau. Nein, Frank, es geht weiter. Du hast für mein zweitpersönlicher Lieblingsspieler Fabio Vitteriti. Ja, da gab es auch ein Interview noch vorm Spiel, wo Vitteriti gesagt hat, dass er auch wenn wir absteigen, er das mit Cottbus noch nicht beendet hat. Also das klang so vorm Braunschweig-Spiel, als wenn Vitteriti sagt, auch wenn wir absteigen, bleibe ich hier. Aber also jetzt mal ganz ehrlich, der ist so gut für die Regionalliga. Ja, es ist Licht und Schatten. Also ich sag mal so, er konnte an... Der ist wirklich zu gut. Nicht, dass du mir widersprichst wie bei Matthias. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, für die Regionalliga ist er viel zu gut. Und er konnte aber trotzdem nicht an seine Glanzzeiten der Regionalliga letzte Saison anknüpfen. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Wobei, mir fällt da gerade ein Spiel in Münster ein, wo wir mit Samu, ihr schöne Grüße übrigens, zusammen kommentiert haben. Da ist Fabio Vitteriti eingewechselt worden. Wir lagen schon 3-0 hinten. Er wurde dann eingewechselt. Und auf der Tribüne sagten die, also der Zehner von Cottbus, der kann ja Fußball spielen. Also Wahnsinn. Und der kann ja, und der ist ja auch, wenn man hier die ganzen Spieler sieht, ist er ja mit einer der spielstärksten Spieler, den der Kader hat. Und ist auch zwar auch über die U23-Regel, aber bei ihm könnte ich mir gut vorstellen, dass er bei dem einen oder anderen Drittligisten auf dem Zettel steht. Und am Ende entscheidet
nur zwischen Daumen und Zeigefinger. Und Fabio Viteritti, die Sportler haben ja alle den Ehrgeiz. Es gibt einige Sportler, die haben keinen Ehrgeiz mehr, die gucken bloß aufs Geld. Aber viele Sportler haben den Ehrgeiz, so höherklassig wie möglich zu spielen. Ja, genau. Also Fabio Viteritti glaube ich nicht, dass er zu halten ist. Wobei, man muss dazu sagen, ist auch wieder eine steile These von mir, wer dreimal hintereinander Energiespieler des Jahres gewonnen ist, den muss der Verein einfach ein Angebot geben, egal ob er dann Ja sagt oder Nein sagt. Das ist schon fast Pflicht, finde ich. Vielleicht kriegt er ein Angebot und wenn er sagt, nee, pass auf, hier verdiene ich mehr, dann würde ich absolut verstehen. Hast du das Interview gelesen mit Sebastian Abt? Nee. Das war auch sehr toll, da muss ich mal schnell dazwischen quaken. Und zwar ist auch die Frage geworden, er betreut ja momentan die A-Jugend und die A-Jugend steht ja Gott sei Dank auf Platz Nummer 1, jetzt nach dem Sieg gegen Chemnitz 4-1, wo auch Buschinski ein Tor geschossen hat. Und er wurde dann gefragt, er macht sich ja damit auch für andere A-Jugend-Bundesligisten ja bekannt oder schmackhaft und ob er denn sich vorstellen könnte, wenn ein Angebot kommt, zu wechseln. Und da hat er gesagt, eigentlich nicht. Und Geld ist nicht alles. Es zählt das Umfeld. Es passt alles in Cottbus. Er ist zufrieden. Und wie gesagt, Geld ist nicht alles. Und man sollte zwar nie sagen, aber er ist wunschlos glücklich in Cottbus. Und vielleicht sollte man das bei Fabio Viteritti auch so machen. Also alle Jungfrauen in Cottbus, geht bei ihm mal winken und dann klappt es vielleicht, dass er vielleicht doch in Cottbus bleibt. Ja, Frank hört mit den Ansagen, aber ja, ich gebe dir recht, wäre super, wenn er bleibt, aber glaube ich, ich nicht. Machen wir weiter. Ja, ich habe ja erst gesagt, Fabio Viteritti, mein zweitbeliebter Lieblingsspieler. Jetzt kommt mein Lieblingsspieler ohne Ende, aber hat so gut wie gar nicht gespielt. Paul Germann mit der 13, hat aber Vertrag, haben wir sozusagen ewig an der Backe und könnte ich mir gut als Kruse-Ersatz in der Regionalliga vorstellen. Punkt. Ich wollte gerade sagen, da kann man auch nicht viel sagen, weil er kaum gespielt hat, aber kann, denke mal schon, dass er so eine Regionalliga ist. Ja, auch ein Allrounder, also den kannst du überall reinschmeißen und wenn er Vertrag hat, also ich... Ja, brauchen wir, wie gesagt, Haken ja, wir gleich abhaken. Hatte ja, als Kruse verletzt war und als Giannese sich dann verletzt hatte, hat er ja auch ein paar Spiele gemacht, war auch dann Licht und Schatten, aber man muss auch dazu sagen, hat auch noch nie dritte Liga gespielt, wie eigentlich fast drei Viertel vom Kader, also wir können ja danach, wenn wir mal die ganzen Spieler durch haben, können wir ja auch nochmal die Mannschaft an sich als Komplex nochmal betrachten. Und da wirst du mir ja zustimmen, ohne das vorwegzunehmen, es waren zu wenig Drittliga-erfahrene Spieler dabei und wir waren einfach zu uns konstant. Aber gut, soll es gewesen sein. Jetzt du wieder mit Marcelo de Freitas Costa. Habe ich einen Kommentar auf Facebook von irgendjemandem gelesen, was so eine Art Ansprache an gewisse Spieler war. Und da hat er geschrieben hier von wegen Marcelo. Dein Sohn ist in Cottbus geboren und du kannst dich jetzt hier zur Legende machen, wenn du bleibst, aber ich glaube, Marcelo, ähnlich wie bei Viteritti, ist für die Regionalliga zu gut. Ich finde, Marcelo war einer in der Rückrunde, der überzeugt hat, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch weil er auch mal von hinten geschossen hat, einen extrem guten Schuss hat, gute Tore gemacht hat. Vielleicht immer noch ab und zu verspielt war, das muss man auch sagen, hat sich zu selten vom Ball trennen können. Aber ich glaube, der bleibt nicht, weil er zu gut ist. Was sagst du? Glaube ich auch, dass er nicht bleibt, wobei man dazu sagen muss, wer hat ihn so gut gemacht? Klaus-Dieter Wollitz. Er hat davor bei Neugersdorf gespielt und da würde er wahrscheinlich heute noch spielen, wenn Klaus-Dieter Wollitz nicht gesagt hat, nee, du kommst zu mir, wir bauen dich auf. Und die erste, er war ja, glaube ich, ein Wintertransfer vor 2 Jahren. Die erste Rückrunde hat er ja noch Anpassungsschwierigkeiten gehabt mit der hohen Belastung und pipapo. Und in der letzten Regionalliga-Saison hat er richtig gut gespielt. Und jetzt, ich will nicht sagen, dass er eine Mimose ist, um Gottes Willen. Aber man merkt manchmal, wenn bei ihm der Haussegen schief hängt, auf Deutsch gesagt, oder wenn das Umfeld nicht stimmt, dann hat er schlechtere Spiele gemacht. Und nachdem sein Sohn jetzt geboren worden ist, die letzten 2 Spiele, also es war, glaube ich, ein Spiel, da haben sie alle auf ihn raufgehauen, weil sie, Mensch, was ist denn mit dem los? Der hat eine Grütze zusammengespielt. Ja, aber seine Frau, die war hochschwanger, das hätte jeden Tag losgehen können. Und nachdem die Frau dann den Sohn zur Welt gebracht hat, danach hat er gespielt, als wenn es kein Morgen gibt. Also wie gesagt, das ist, also er wird wahrscheinlich gehen, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ob er aber nochmal den Trainer hat, der auf ihn baut und nochmal so ein Umfeld hat, wo er glücklich ist, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn wir dahin sehen, welcher Energiespieler hat es denn geschafft, nachdem er von uns weggegangen ist. Das war vielleicht noch Petersen und es war jetzt vielleicht Michel mit Paderborn und danach, ja, fällt mir schon keiner mehr ein. Aber das ist eine andere Geschichte, das können wir mal einen Historien-Podcast machen draus. Der, ja, mit mir als 22-Jährigen einen alten Historik-Energie-Podcast macht. Aber ja, ich habe ja auch schon ein paar Sachen miterlebt. Kommen wir zum nächsten. Maxi Zimmer. Der will ja seinen Vertrag verlängern. Wollitz meinte ja auch, dass man dem sicherlich ein Angebot vorlegt. Aber, also,
da weiß man ja schon ein bisschen mehr, obwohl ich von Anfang an gedacht habe, siehe Zickert, Schrägstrich, siehe Knechtel. Also ich hätte gedacht, seine Karriere ist vorbei nach dem dritten Kreuzbandriss. Die ist vorbei. Die ist vorbei, bin ich mir felsenfest überzeugt, weil wenn Knechtel und Zickert, die ich jetzt ein bisschen jünger sind, mit zwei Kreuzbandrissen schon nicht klarkommen, dann kommt er mit dem dritten auch nicht vorbei. Aber es ist die menschliche Komponente zu sagen, du kriegst trotzdem noch einen Vertrag bei uns. Und solange wie er ja krankgeschrieben ist, kostet er uns ja kein Geld. Das heißt, das ist so eine Art, wie soll ich sagen? Das funktioniert so bei Fußballern, dass die krankgeschrieben sind? Natürlich. Ja, okay, das ist genau wie, wenn die länger als 6 Wochen krankgeschrieben sind, greift die Berufsgenossenschaft. Deswegen bin ich auch felsenfest überzeugt, hat Kevin Scheidtauer auch die letzten Spiele nicht gespielt, weil sie sagen, du bleib du mal verletzt, dann können wir dein Gehalt sparen, weil du spielst eh nicht mehr bei uns und du melde dich mal nicht fit, weil sobald du fit bist, dann muss der Verein wieder zahlen. Und ich meine, das ist eine schöne Geste, das hatten wir damals bei Patrick Breitkreuz, wollte das ja auch machen. Ich finde es für Maxi Zimmer eine schöne Geste, er hat noch ein Jahr, wo sie sagen können, ja gut, ich habe was in der Hinterhand, ich kann ganz in Ruhe mich auf einen Kreuzbandriss machen, weil wenn der jetzt vertragslos wäre, überleg mal, du bist vertragslos, du schinderst dich und du weißt gar nicht warum und sagst, wie wird es weitergehen, wenn ich halbwegs wieder laufen kann, dann muss ich, was weiß ich, bei Aldi Blumen verkaufen oder ich muss an der Tankstelle stehen oder ich muss in der Spielothek das Geld wechseln, ich weiß es nicht, also wie gesagt, und so hat er noch ein Jahr Ruhe, wenn er dann irgendwann auf den grünen Zweig kommt, muss er uns 1000-mal dankbar sein, kann uns auch gerne dann in der nächsten Saison zum Aufstieg in die dritte Liga schießen, wie er es mit Flensburg gemacht hat. Darf er gerne im ersten Spiel machen. Aber ja, nee, also hat ja Vertrag, nimmt er ja auch an und wie gesagt, aber ich glaube, das ist bloß ja, ein Geschenk. Ein Geschenk dafür also, für Flensburg. Ich würde es mir auch extrem wünschen, weil ja, ich als jemand, der auch schon 2 Kreuzbandrisse hatte, da mitfühlen kann. Aber mich würde es wundern, wenn er wirklich nochmal ansatzweise an seine Form zurückkommt, die er damals in Cottbus hatte. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, wenn ich doch mal schnell zwischenquaken darf, in der Hinrunde hat er ja gespielt und da war ja auch mehr Schatten als Licht. Also er hat 1-2 Tore geschossen, das Freiburg-Spiel war natürlich richtig gut und hat auch 1-2 andere Tore geschossen, aber in der dritten Liga hat es auch nicht für 90 Minuten gereicht und Regionalliga, wenn er nochmal fit sein sollte, vielleicht klappt es, aber ich bin da ganz bei dir, dass es wahrscheinlich so ein Fall wird wie mit Knecht und mit Zickert, was sehr, sehr schade ist. Ja, genau. Kommen wir zu Daniel Stanis oder ja. Stanesus. Da habe ich mich ja echt gewundert, weil die haben mir dann die Bilder gezeigt nach Braunschweig, er war auch einer, der geweint hat, der richtig geweint hat, wo ich denke, hoi, warum weinst du? Du bist noch nicht mal, na doch, eine Saison bist du da und hast du gut wie gar nicht gespielt, hast dir bestimmt auch anders vorgestellt und trotzdem nimmt dich der Abschied oder der Abstieg so mit? Also Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also weiß ich jetzt auch nicht, was man über den sagen will, weil der hat ja auch kaum mehr gespielt seit seiner Verletzung. Ja, ist einer der Spieler, zu denen ich am wenigsten sagen kann. Also ja. Deswegen ja. Wollen wir uns so gar nicht lange drauf. Also ich würde mich wundern, wenn, also ich kann mir vorstellen, dass der Verein ihm Vertrag gibt oder anbietet, aber ich würde mich sehr wundern, wenn er es annehmen würde. Okay. Und damit gleich noch zu Graulanz, über den man fast selber sagen kann, würde ich behaupten. Ja, wobei die Rundschau ja gesagt hat, er kriegt ähnlich wie Baude wohl kein Vertragsangebot. Ja. Ja, also er hat hier bloß abgesessen. Schade für Fabi, weil ist ja auch vom FSV Frankfurt gekommen, schon vor 1,5 Jahren in der Winterpause. Konnte sich ja in der Regionalliga schon nicht durchsetzen. Hat ja mehr oder weniger, ja, klingt jetzt hart, aber seinen Vertrag ausgesetzt. Hat in Pokal 2-3 Tore geschossen, also ist auch damit ein bisschen teilverantwortlich, dass wir jetzt am Samstag gegen Rathenow ran dürfen. Ja, aber ich kann, ja, wie gesagt, wenn man der Rundschau glauben darf, kriegt er keinen Vertrag ja. Und ist auch nachvollziehbar. Gleich darfst du wieder, aber weil es gerade passt und da wir auch nicht lange drüber reden werden, Tim Kruse, Karriereende. Fragezeichen? Definitiv, ja. Ausrufezeichen. Hat er ja auch gesagt, er will nicht mehr. Ich bin gespannt, ob er nochmal gegen Rathenow auflaufen wird. Ich denke mal schon. Wobei, ich muss dazu sagen, die letzten 3-4 Spiele durfte ja Kruse wieder ran. Ich will nicht sagen, dass er wie ein Fremdfaktor gewirkt hat, aber er hat auch einige Aktien manchmal in Gegentoren dran. Wo ich sage, Mensch, ich weiß nicht, ob das so gut war, die ihm nochmal spielen zu lassen. Aber gut, er war am Anfang an, wo wir hier bloß mit 3 Spielern da waren, war er einer der ersten, die den Vertrag unterschrieben hatten. Und ja, also ich wünsche mir, dass er, wenn er schon nicht den Klassenerhalt mit uns feiern kann, wenigstens den Pokalsieg 2018, 2019 unter Dach und Fach bringen wird. Und dann, ja, Karriereende hat er auch gesagt. Also da brauchen wir gar nicht kratzen und hoffen ja. Und sagen, ich glaube, das hat sich erledigt. Obwohl es
ein extrem sympathischer Spieler und Typ auch so war, der auch kein Problem hatte, dass ich da nach dem Landespokal Interview mit ihm und noch so ein bisschen gequatscht, alles gut, aber halt super, super Typ, aber ja, Karriereende halt, ne, aber das ist ja wieder so bei, bei Fußballspielern, der ist jetzt 36, er wird 37, aber was kommt danach? Also er hat bestimmt schon Plan B in der Tasche, sonst würde er nicht so von sich aus sagen, Karriereende, Punkt. Sondern wenn er jetzt, sage ich mal, noch keinen Plan B in der Tasche hätte für die Regionalliga, würde ich mal sagen, würde es vielleicht noch reichen als 37-Jähriger. Aber wenn er sagt, nee, Punkt, dann hat er bestimmt schon was in der Hinterhand. Und ja, man kann ihm sagen, danke für die tollen 3 Jahre, auch wenn es dann leider der Abstieg geworden ist. Aber ja, danke. Ja, genau. Lassen wir es beim Danke. Frank, du darfst weitermachen. Daniel Bohl, der jetzt endlich weiß, wie sich ein Abstieg anfühlt. Naja, haben wir ja gestern schon. Wir haben mal kurz telefoniert, der Frank und ich gestern, und da habe ich auch mal so spaßenshalber gemeint, ja, jetzt weiß mal Bohl, wie es sich so auf der anderen Seite anfühlt. Tja, bleibt der. Du hattest ja gestern schon gesagt, der war überrascht, dass er hier überhaupt so viel Einsatzzeit kriegt. Spielzeiten. Ja, ja, richtig. Spielzeiten bekommt. Das ist halt jetzt die Frage. Ich fand den als als Giftzweck da hinten auf der Sechserposition auch immer extrem extrem gut mit, für das, was er gemacht hat, sag ich mal. Also hat er immer gut zusammengehalten, hat er rumgewirbelt wie kein Zweiter, in die Zweikämpfe gegangen, auch ein bisschen klüger in die Zweikämpfe gegangen als beispielsweise in Matuvila. So mal, ne? War aber auch ein Gelbfresserchen. Also ich glaube, es gab kaum ein Spiel, wo er mal nicht eine gelbe Karte gefressen hat. Ja, okay, aber ist halt, ja. Aber zu Recht gefressen. Also wenn es ein taktisches Foul war, dann hat das gezogen. Hat er am Anfang auch ein paar Schwierigkeiten gehabt. Der kam ja auch in der Winterpause zu uns, ein bisschen sich einzugewöhnen mit Laufwege und wie man absichert. Aber hat sich gesteigert und wie gesagt, war ein Gelbfresser. Ich weiß gar nicht, ob er noch unter 23 ist. Ich glaube nicht. Also er fällt eigentlich auch raus. Aber ich glaube, dritte, vierte Liga kann nicht sein Anspruch sein. Ich glaube schon, dass der Verein ihn gerne halten würde. Gerade jetzt, wenn du keinen Sechser mehr hast. Wir haben ja schon gesagt, Stanese wird wahrscheinlich gehen. Kruse ist sowieso weg, Zickert. Dann hast du kaum noch einen Sechser. Kannst du Daniel Bohl vorstellen. Oder du musst ihm das so machen, dass du sagst, pass auf, ein Jahr vierte Liga, kriegst auch das und das Geld und schieß uns mit zum Aufstieg und dann gucken wir weiter. Vielleicht macht das, ich kann es aber nicht glauben, weil ich glaube, es kann nicht sein Anspruch sein, im Osten in der Regionalliga zu spielen. Also wenn er vielleicht im Südwesten oder Westen, wo er ja herkommt, spielen wir in der Regionalliga gerne. Saarbrücken ist bestimmt jemand, der die Schatulle mehr aufmacht oder Kickers Offenbach oder so, aber ich glaube nicht, dass er. Sehe ich leider ähnlich. Kann also ich mir nicht vorstellen. Gebe ich dir recht, ja. Lars Bender, 23. Lars Bender, ja, wenn du mich auf den einfach so ansprechen würdest, würde ich dir sagen, ja, der hat gegen Rostock das Tor geschossen und sonst? Das ist eine Wundertüte, finde ich. Also er kam ja auch in der Sommerpause, beziehungsweise stimmt gar nicht in der Sommerpause, sondern er kam ja verspätet zu uns, wo dann kurz vor Transferschluss, oder war er sogar vereinslos, ich glaube, der war sogar vereinslos, kam dann zu uns, hat Stabilität in die Abwehr ein bisschen gebracht, ging auch ein bisschen was, hat gegen Rostock schön getroffen und wenn er gespielt hat, war er auch laufstark, aber er hat auch nicht immer gespielt, warum, weiß ich nicht, war auch ein paar Mal verletzt, dann stand da gegen Aalen, stand da glaube ich in der Startelf, oder nee, gegen Irding glaube ich, stand da in der Startelf, ja, das, ganz, ja. ganz überraschend und Pille Wolf hat auch gesagt, was der gerannt ist und toll und super und einen Spieltag später steht er halt nicht mehr in der Startelf, sondern sitzt bloß noch auf der Bank und denkst, hui, okay, warum lobe ich ihn dann wieder? Aber gut, vielleicht war es eine andere Ausrichtung. Ja, ist auch 30 Jahre, 31, weiß nicht, ob er noch was Neues findet. Wie gesagt, bei Fortuna Köln war ja damals Vertrag ja auch nicht verlängert. Ich glaube nicht, dass es ein Drittligaspieler, dass er irgendwie bei der Drittligisten anheuert, aber ich denke mal, wenn er irgendwo anheuert, dann bestimmt bei sich irgendwo in der Heimat, in der Regionalliga West. Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch nicht, dass er bleibt. Nein, glaube ich nicht, kann ich mehr. Aber jetzt kommt ein ganz interessanter Spieler, Leon Schneider. Ja, für mich auch einer der Gewinner der Rückrunde. Ja, definitiv. Absolut überzeugt. Ja. Wie alt ist er? 19. Nee. Also er darf sogar noch, er ist der Kapitän der U19, also darf bei der U19 noch spielen, also er müsste 18 oder 19 sein, ja. Ja, starker Spieler. Also hat Gott sei Dank auch noch Vertrag. Unfassbar guter Spieler. Ja. Einer der, um die man das Gerüst, wenn es in Sachen Wiederaufstieg geht, bauen muss. Also aber braucht da man gar nicht drüber reden. Nee, braucht man nicht. Aber auch da hat man gesehen,
um mal wieder mein Lieblingskind bei Energie Cottbus vorzukramen, U23 oder zweite Mannschaft. Am Anfang, wo er gespielt hat, ich kann mich da an Fortuna Kölner, im Hinspiel hat er ja, ich glaube, das erste oder zweite Mal gespielt, hat er ja auch das Gegentor zum Teil verschuldet. Auch er ist gewachsen und wie gesagt, hat er zwei, dreimal gespielt, hat auch ein paar Klopse gemacht, hat auch gute Szenen gehabt. Aber je länger die dritte Liga gelaufen ist und je länger er Einsatzzeiten gehabt hat, deswegen robuster. Und ich habe ja schon erzählt, ich habe das Spiel ja gegen Braunschweig am Samstagabend im Relive gesehen. Das Schöne ist ja im Relive, du kannst doch mal ein bisschen delayen, also du kannst ein bisschen fünf Sekunden zurückgehen und kannst in die Szene fünfmal angucken. Also ich habe mir das Handspiel zum Beispiel von Tim Kruse, habe ich mir, glaube ich, zehnmal angeguckt und dachte, muss der den Arm so machen? Ist das angeschossen? Hat der vielleicht der Gegenspieler den Ball doch nicht mit der Brust, sondern mit der Schulter bzw. mit dem Oberarm angenommen? Und genauso war es auch bei Leon Schneider, weil er gerade in der zweiten Halbzeit, wo wir da aufgemacht haben und wo wir dann hinten fast 1:1 gestanden haben, wie der da zwei, dreimal zum Tackling runtergegangen ist und dort den Braunschweiger Spieler aber sowas von abgekocht hat und das mit 18 oder 19, also Wahnsinn. Da hat er mir auch besser als zum Beispiel Müller gefallen, der dann, glaube ich, Robert Müller ja vor auf die 6 geschoben wurde. Ja, der ist wurde. Da vorne gegangen, ja. Und das fand ich, ich hätte es lieber andersrum gemacht, aber gut, wer fragt mich denn schon, aber Schneider hat da auf jeden Fall nicht nur in dem Spiel halt, da könnte man viele Spiele rausnehmen. Ja, aber die letzten jetzt immer, erst. Ja, die ja. letzten, ja, ja, klar, ja. Aber hat jetzt, das ist vielleicht gerade deswegen, dass wir ihn jetzt so loben, weil es halt uns am ehesten in Erinnerung ist, weil es noch nicht so lange her ist, aber er war nun mal der gerade jetzt gegen Ende überzeugt hat, so, und deswegen ja. Einer von den Spielern, wo, ja, habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, dass da baut man dann das Gerüst in der ja. Regionalliga drumherum auf. Könnte ich mir so ähnlich vorstellen wie mit Geisler, mit Geisi, weil ist auch ein Junge, der von uns aus der Sportschule gekommen ist. Und ja, und ist ja auch ein Allrounder. Also er kann die 6 spielen, kann Innenverteidigung spielen, er kann aber auch außen spielen, er kann Dreierkette spielen. Also in der Hinsicht universal einsetzbar und am besten 10-Jahres-Vertrag geben und eine Ablösesumme von unter 1 Million gehen wir nicht weg. Ja, wäre am idealsten. Und wenn er ins Ausland geht, dann kostet er noch mehr. Genau. Ich glaube, ich weiß schon, wer jetzt kommt, weil ich das Bild hier gerade sehe, oder? Der Jürgen kommt. Ja. Jürgen. Ja, auch zu gut. Bitte? Ich fand den heiß, Frank. Also, ja, gut. Und wo kam er her? Von Victoria Berlin. Wo hat Victoria Berlin gespielt? Regionalliga. Wie alt ist der gute Mensch? 33, der wird 34. Du glaubst doch nicht, dass ein Drittligist einen 33-jährigen Jürgen Jasula holt. Nee, aber er wird, das hatte, glaube ich, wird schon einen Grund gehabt haben, warum der bei Victoria gespielt hat. Das ist die Frage des Geldes. Und Cottbus wird jetzt in der Regionalliga nicht so viel Geld zahlen können, dass er. Ja, natürlich. Und ich fand den. Ja gut, zu gut war jetzt vielleicht von mir wieder ein bisschen zu, aber der war schon für mich immer der wichtigste Spieler, weil er hinten als 6, wenn er dann mal auf der 6 war oder hinten im zentralen Mittelfeld, ich fand, der hatte wenig Schwächen, außer dass er selten abgeschlossen hat. In Sachen Verteidigung und Passen war der überragend für mich. Also das zeigt mal wieder, dass ich überhaupt keine Ahnung von Fußball war. Ich fand ihn durchschnittlich. Er hat zum Schluss, hat er vielleicht ein paar gute Szenen gehabt, aber ich fand ihn durchschnittlich. Manchmal kamen die Pässe nicht an. Die Abschlussschwäche, ganz, ganz klar, bevor er selber abzieht, hat er lieber noch fünfmal abgespielt. Also ich habe ihn wenig live gesehen, außer vielleicht bei ein, zwei Spielen, wo ich kommentiert habe. Aber so richtig, also was manche davon sehen, dass er Dreh- und Angelpunkt war und so, habe ich bei ihm nicht gesehen. Aber gut, ich muss dazu sagen, Kruse, der eigentliche Dreh- und Angelpunkt war, war ja verletzt und er hat die Rolle auch gut ausgefüllt, muss man sagen. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass er ja in der dritten Liga noch irgendwo Fuß fest. Ich glaube nicht, dafür ist er zu alt. Kann sein, dass er irgendwo anders in der Regionalliga, wenn noch irgendein, es gibt ja genügend Regionalligisten, die einen richtig schönen, finanzkräftigen Investor haben, dass er da auch nochmal hingeht, um nochmal abzusahen. Aber nö, glaube ich nicht. Also, ja, okay. Ja. Also ich, wie gesagt, ich sehe das so wie die meisten oder die anderen. Ich fand den unfassbar wichtig da hinten. Also glaubst du nicht, dass er bleibt? Wenn er einen Vertrag kriegt. Da bin ich mir fast am sichersten, dass der nicht bleibt. Aber ich bin mir nicht sicher, dass er in die dritte Liga geht. Kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht nochmal zu einem Verein geht, der, wie du gerade gesagt hast, finanzkräftig ist. Zahlt. Also. Ja, ich weiß auch nicht, wie willst du das als Verein noch machen? Ich glaube, du musst an die Spieler rantreten, die keinen Vertrag haben und sagen, hier, wir würden dich gerne behalten, das sind die Konditionen und du hast eine Woche Zeit. Und nach der Woche müssen wir wissen, weil wir, wenn du sagst ja, dann können wir die Baustelle zumachen und wenn du sagst nein, dann können wir die Baustelle, dann lassen wir die auf, aber dann haben wir schon eine Option weniger.
ich glaube, so musst du als Verein rangehen, weil, wie gesagt, das ist das genau wie mit Gazulas. Ich denke mal, das wird so sein, der wird bis zum Ende pokern. Ich glaube, der wird mit seinem Berater sagen, pass auf, ich habe ein Angebot von Cottbus, wir halten hier aber hin. Wenn kein anderer sich findet, mache ich es notgedrungen. Und wenn sich doch einer findet, dann mache ich es. Also, wie gesagt, ist schwierig. Ich will da auch in keiner Haut stecken. Die wollen ja alle schließlich ihre Brötchen damit verdienen und haben ja schließlich eine Familie zu ernähren, um mal mit den Worten von McKenna zu sprechen. So, Mittelfeld abgearbeitet, mein Gutstar. Jetzt mache ich noch zwei Stürmer und dann machst du die restlichen Stürmer und dann sind wir schon beim Stuff. Schon vor allem. Schon. So, die Nummer 9, Kevin Scheithauer, bekommt keinen Vertrag laut LR mehr angeboten. Er war auch zu lange verletzt. Leider. Und so. Leider. Wobei ich aber auch der Meinung bin, die letzten paar Wochen, ja, war er wahrscheinlich absichtlich verletzt, damit er uns nicht auf der Tasche hängt. Naja, war ja auch in der Halbzeit bei uns, da hat er ja auch nochmal dann von Verletzungen erzählt, von denen die meisten ja dann gar nichts wussten, weil er hatte, glaube ich, eine Bauchmuskel... Ja, ein Schambein, hat er oder Schambein, irgendwie ja. Irgendwas in dem Bereich und ja, gut, ist halt, weiß nicht, ob, wenn er fit wäre, ob das nochmal einer wäre, der uns in der Regionalliga hätte weiterhelfen können. Ich hätte gesagt, schon, aber ja gut, du hast es gesagt, er kriegt wohl keinen Vertrag laut LR-Angaben und wobei ja. Die ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Muss nicht stimmen, aber ich könnte es mir vorstellen. Also wir sind uns aber, glaube ich, beide einig, wenn er fit ist er für uns unverzichtbar. Weil er hat ja gute Spiele gemacht. Ja, er das hat ist ja, es ja. Der er hat ja zwar selten von Anfang an gespielt, aber wenn sie reingewechselt haben, alleine, wenn ich schon überlege, wo wir beide auch, haben wir beide kommentiert, ich weiß gar nicht, das Haching-Spiel zu Hause, das 2-2, er hat ja sozusagen beide ja vorbereitet. Er kam immer über rechts, hat dann irgendwie in die Mitte gehauen. Und der hat mehr geackert als ja, Mamba beispielsweise. Richtig. Wenn, also Mamba also, ja immer, der hat auf seine Sprintmeile ja. gewartet, aber Scheithauer ist doch mal hinten ja, nach hinten gegangen das und ist nach vorne gegangen. Also wenn er mal eine Saison verletzungsfrei wäre, glaube ich, für uns unverzichtbar. Aber da er so viel Kleinigkeiten hat, ja schade, dass der Körper streikt. Aber ja. Das ist mal. So, Nummer 11, Strelimamba. Können wir ganz kurz machen, oder? Ja, soll ja nach Paderborn. Aber was will er da? Ich weiß es auch nicht. Also aber ich habe noch eine Hoffnung. Ich muss dir schon ins Wort fallen. Vielleicht hat er bei Paderborn bloß einen Vertrag für die zweite Liga unterschrieben. Vielleicht zählt er jetzt in der ersten Liga gar nicht. Ja, keine Ahnung. Es steht ja auch überall, dass dass es schon safe ist, dass er jetzt wirklich nach Paderborn geht. Also, ich glaube, von offizieller Seite wurde das noch nirgendwo bestätigt. Das wird nur erzählt. Ja. Also, Mamba, also ich mag ihn ja sehr. Auch wenn er ab und zu mal da seine 100er vergibt. Aber hat er nun mal Qualität und hat er noch in der Aufstiegssaison damals einen sehr, sehr großen Anteil dran ja, gehabt. Natürlich, na klar. Aber ich glaube trotzdem, und bei der Meinung bleibe ich auch, und das sage ich auch immer, wenn ich mit Leuten drüber rede, weil es hieß ja Mamba im Sommer eventuell in die zweite Liga und man hätte Interessen und dann wollte man eine 500.000, dann eine 750.000 und dann anscheinend noch mehr. Und da dachte ich mir halt, gerade jetzt nach der Saison, welcher Zweitligist möchte denn Mamba haben nach so einer Saison? Also Zweitliga... Naja, du hast aber nicht vergessen, er hat 11 Tore geschossen. Boah, aber so viel 100er, das ist ja nach wie vor sein großes Manko und also... Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er... Okay, anders. Ich erzähl's mal anders. Stell dir mal vor, er wechselt zu Paderborn. Ja. Kriegt dann, wird gegen irgendjemanden in der 80. eingewechselt, vergibt 200er, wie man's von ihm kennen könnte. Ich glaube nicht, dass der bei irgendeinem Verein nochmal so aufgefangen wird, wie es bei Cottbus damals war. Der hat ein halbes Jahr in Cottbus gebraucht, bis er reingefunden hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei einem anderen Verein nochmal so einen Rückhalt von den Fans oder vom Umfeld bekommt. Ich würde es freuen, weil ich mag ihn, wie gesagt, aber wenn er jetzt wirklich in die erste Liga geht, da bin ich ja mal gespannt, ob er da überhaupt spielt. Also wenn es einen anderen Verein gibt, wo er vielleicht einen Rückhalt hat, dann bin ich mir felsenfest überzeugt, ist Steffen Baumgart mit Paderborn. Weil Steffen Baumgart ist für mich, also er kann auch scheiße Bonbon machen, der Steffen. Also, und der war auch mal bei Cottbus im Gespräch, aber leider hat es da nicht geklappt, sondern wir haben Vasile Miriuta genommen. Das ist natürlich eine andere Geschichte jetzt. Aber ich gebe dir recht, erste Liga, Strelimamba, wie denn? Der hat vor 3 Jahren noch 5. Liga in Koblenz gespielt. Also das geht gar nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Um Gottes Willen, ich wünsche ihm alles Gute. Soll er die 100%, soll er das lernen und soll er die machen? Ich fand es auch ein Fehler, ihn
gegen Braunschweig von Anfang an zu bringen. Weil er hat ja gegen Aalen ja zum Schluss, wo er eingewechselt wurde, ja nochmal richtig Rabatz gemacht. Und sowas ja, hat, glaube ich, extrem. Und sowas hat, glaube ich, gefehlt in Braunschweig. Ich glaube, es war ein Fehler, die ihn von Anfang an zu bringen. Also eine Doppelspitze hätte ich in Braunschweig, hätte ich wahrscheinlich nicht angefangen. Hätte ich auch, zumal war er ich auch nachladen will. Aber er hat ja mit Hemmerich und mit Viteriti nachgeladen. Klaus-Dieter Wolz und deinem Gewinner der Hinrunde, Fabian Holthaus. Aber ich hätte... Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Ich hätte Strelli mal wieder zig Minuten auf der Bank schmoren lassen und dann soll er reinkommen und sagen, so, komm Junge, jetzt mach. Ich glaube auch nicht, dass Strelli Mamba im Pokal spielt. Ging gerade noch. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht vorstellen. Ja. Aber ja, er ist ja eh weg. Ja, aber wie du schon sagst, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er zu Paderborn geht und Paderborn ihn sofort wieder ausleiht, weil sie sagen, pass auf Junge, für das erste Liga reicht's nicht, da planen wir überhaupt mit ganz anderen Leuten. Sollten wir aber absteigen, bist du da? Und deswegen werden wir dich irgendwo parken und das wird definitiv nicht in Cottbus in der vierten Liga sein. Genau. So, jetzt bist du wieder dran. Kommen wir weiter. Machen wir weiter im Sturm, besser gesagt. Bea zieht. Hat er Vertrag? Der hat Vertrag, ja. Aber auch ein Spieler, der ja außer im Landespokal am Ende und wann hat der denn mal? In der Hinrunde hat er, glaube ich, mal eine Verlängerung oder Verlängerung, sag ich schon, mal eine 45 Minuten gespielt oder mal 30 Minuten, wo er sehr übermotiviert war, aber glücklos. Ich wollte gerade sagen, das war doch ein Spiel, wo er früh kam, aber auch wieder in der 80. ausgewechselt werden musste, weil er nicht mehr konnte oder so. Ja, genau, das war eine Hinrunde. War das gegen Halle? Welches Spiel kann ich ehrlich sagen? Nicht mehr sagen, aber du hattest es mir schon mal erzählt, dass es sehr kurios war. Ja, weiß ich nicht, was ich von dem halten soll. Also, weil er ja auch nicht spielt und war auch einer, der immer, wenn er auf dem Spielberichtsbogen in der Aufstellung stand, ja, aber du wusstest, der wird nicht eingewechselt, weil immer Boschinski warum oder, denn, ja genau. Also, so, ich meinte ich ja auch gestern zu dir, spaßeshalber, wahrscheinlich hätte er Rauhut im Sturm gespielt oder wo wäre eingewechselt worden für den Sturm als Bärzieht, hatte man immer das Gefühl, weil er halt null berücksichtigt wurde. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was der für eine Rolle eventuell in der dritten Liga haben wird oder ob er überhaupt bleibt, ist für mich keine Ahnung. Weiß also ein Drittligaspieler ist er definitiv nicht, weil sonst hätte er öfters das gespielt. Wie gesagt, das auf keinen Fall, Boschinski wurde ihm ja auch vorgezogen. Für die Regionalliga könnte ich mir vorstellen, könnte es reichen, wobei ich zitiere ja da gerne Almedin Schiewer, den damaligen Babelsberger Trainer, der gesagt hat, BHZ hat eine einzige gute Runde gespielt, das war glaube ich eine Rückrunde. Und er weiß gar nicht, was Cottbus mit ihm will. Und das hat sich eigentlich bewahrheitet. Du weißt es eigentlich nicht. Möge er uns in der vierten Liga, wenn er noch spielt, Lügen strafen und alles wegballern, was es gibt. Gerne. Kannst uns gerne, Abdulkadir, kannst uns gerne den Stinkefinger zeigen und sagen, na euch von NRGFM, na euch werde ich zeigen, euch werde ich die Tore um die Ohren ballern, dass wir aus dem Schreien, aus dem Torjubel in der Regionalliga gar nicht mehr rauskommen. Dann ist er bei uns als Podcast. Richtig, dann laden wir dich auch mal ein, das können wir gleich mal hier sagen. Aber ja, man darf gespannt sein. Also ja, wie gesagt, hat Vertrag. Weiß nicht, ob es gibt ja auch Dinge, wo man im gegenseitigen Vernehmen auflösen kann, aber boah, ja, du hast ja, wie gesagt, du hast ja gleich noch die nächsten und daran ist es dann wahrscheinlich, hat sich dann erledigt, weil an den kommt er nicht vorbei. Nee, am Brzezinski, das ist der nächste im Übrigen, am Brzezinski wird da, denke ich mal, nicht vorbeikommen, auch wenn er in der Saison nicht mehr so dieses Feuer hatte, wo ich ja in der Regionalliga noch begeistert war. Das war halt, wie du schon meintest, immer diese Unbekümmertheit, aber die hat er, glaube ich, in der dritten Liga, weiß nicht, ob er die vielleicht trotzdem noch hatte, aber es einfach fußballerisch nicht so umsetzen konnte oder so, aber es war schon, ja, ein kleiner Schritt nach unten, aber vielleicht war er halt auch einfach noch zu jung oder weiß ich was. Er ist ja noch also jung. Deswegen, also, wie gesagt, er spielt in der U19, darfst du nicht vergessen. Ja, aber um mich noch, sorry, dass ich dir ins Wort falle. Alles gut, dafür sind trotzdem, wir da. Genau, aber trotzdem einer, wo ich mir sicher bin, weil er hat ja anscheinend, oder er hat Vertrag und auch einer, um die man dann das Gerüst bauen sollte. Glaube ich, wäre einer, der in der Regionalliga dann von Anfang an spielen wird. Ja, und da hast du schon wieder das Gerüst mit Geisi, mit Schneider, mit Boschinski, so wie das bei den Jungers. Hättest du es da mit den Alten vielleicht, wenn du zwei, drei Alte noch dazu holst. Moritz Boschinski, wie gesagt, Sebastian Abt hatte da ein Interview. Ich meine, das war bei Fußball, ja. Also das könnt ihr gerne mal googeln, mal gucken, mal schauen. Da hat er auch zu Boschinski gesagt, dass er bei der U19, wo er jetzt gegen den Tabellenführer, gegen den Ex-Tabellenführer Chemnitz gespielt hat, hat er ja auch ein Tor geschossen, unheimlich wertvoll war, weil man schon gesehen hat, dass er bei den Profis mittrainiert, weil er seine größte
seine größte Schwäche mittlerweile abschwächen konnte, und das war den Ball zu halten. Und damit er hält in der U19 den Ball, zieht mehrere Spieler auf sich und dadurch werden andere Spieler die Räume frei. Und das, ja, ich sag mal so, in der Regionalliga hat er schon gezeigt, dass er da spielen kann. Man erinnert sich bloß an das Spiel gegen Nordhausen, wo er das erste Mal von Anfang an durfte. Hat auch ein Tor geschossen, oder du hast gerade, ich will mal jetzt ein bisschen Kopfkino anmachen, Nico hat ein Trikot von Sparta Prag an. Er hat ja gegen Sparta auch ein schönes Tor geschossen, das darf man auch nicht vergessen. Also, wie gesagt, es ist, also ich glaube schon, dass man ihn aufbauen sollte und auf jeden Fall vor BRZ steht. Ja, auf jeden Fall. Und den letzten, Frank, darfst du einleiten, wenn du magst. Den letzten Spieler, wir kommen zum letzten Spieler, dann haben wir hier den Kader durch. Das hat doch dann wirklich eine Stunde gedauert, bis wir den Kader durch haben. Ja, glaubt man gar nicht. Also ja, wir haben ja auch den zweitgrößten der dritten Liga gehabt mit 32 Spielern. Nur Braunschweig hatte 33 Spieler, aber die haben ja mitten in der Saison einen Umbruch gemacht. Das darf man nicht vergessen. Und zwar mit der Nummer 38, Dimitar Dietmar Mietko Rangelow, der, gestern gelesen habe, extern bezahlt wird. Das heißt? Na, dass Sponsoren zusammengelegt haben und er nicht, auf Deutsch gesagt, uns auf der Tasche steht. Hier in Lübbenau auch einer dabei, der, der vom Spreewaldbauer Ricken bezahlt wird. Nee, vom Kaffee Zeitlos, wirst du nicht kennen, aber der zahlt einen kleinen vierstelligen Betrag, glaube ich, pro Monat. Hatte damals, als Rangelow im Gespräch war, dass er hierher kommt, einen Brief an den Präsidenten geschrieben, dass er doch bereit wäre, Geld zu zahlen. Und ja, also Lübbenau, das Kaffee Zeitlos in Lübbenau auch einer. Okay, ich finde es leider gerade nicht, aber der war auf jeden Fall, oder ist einer der Sponsoren hier. Hier, Lübbenauer Gastronom hilft Energie Cottbus, schreibt die Lausitzer Rundschau. Also auch einer, das stimmt, Frank, was du da gelesen hast. Ja, und warte mal, glaubst du, er bleibt? Weil ich glaube, wir hatten im ersten Podcast schon mal gesagt, dass auch wenn wir runtergehen, du dir vorstellen kannst, dass er bleibt. Ja, natürlich. Was gibt es da für eine Alternative? Also ich sage jetzt mal die Vorteile. Punkt Nummer 1, seine Frau kommt aus Cottbus. Punkt Nummer 2, er wohnt in Cottbus. Punkt Nummer 3, er ist der Methusalem mit 37. Wer will den haben? Er hat, muss man dazu sagen, er hat ja, ich weiß gar nicht, wie viele Tore jetzt geschossen. Ich glaube auch knapp 10 oder 9 oder 8 in der dritten Liga. Also ich glaube aber nicht, dass irgendein Drittligist den alten Mann noch holen wird. Es ist natürlich am Ende alles eine Frage zwischen Daumen und Zeigefinger. Sollte Krischow mehr bieten, wird er vielleicht nächstes Jahr in Krischow in der Oberliga spielen. Das kann gut möglich sein. Ja. Aber ist auch einer, wir hatten ja schon gesagt, dass es vielleicht eine junge Achse gibt mit Geisi, Schneider und mit Bruschinski und dass man aber auch eine ältere Achse braucht. Und ich glaube auch, weil wir das Thema schon hatten mit Stein und Matovia, mit dieser Symbiose, ich glaube, Rangelow und Bruschinski könnte auch eine Symbiose sein, weil ich glaube, Rangelow könnte Bruschinski mega viel mitgeben. Das wollte ich auch gerade sagen. Das könnte ein richtiger Mentor. Was Telekinese alles ausmacht. Das könnte ein richtiger Mentor für den Bruschinski werden, gebe ich dir recht. Würde mich freuen, wenn er bleibt. Und ich kann mir das auch trotzdem gut vorstellen, dass er nochmal sagt, okay, ja, gehen wir halt nochmal runter, aber ich kann mir vorstellen, dass er bleibt. Ich kann es mir auch vorstellen. Wie gesagt, ich habe auch gesagt, warum. Jetzt haben wir alle Spieler durch. Ich denke mal, vom Staff brauchen wir eigentlich bloß einen einzigen raussuchen, und das ist Klaus-Dieter Wollitz. Und was denkst du? Bleibt er, bleibt er nicht? Er hat ja im Winter damals schon so eine Äußerung gemacht. Er geht doch mit Cottbus runter in die Regionalliga, was mich ja total verwundert hat, weil in der Situation hat das gar nicht so richtig reingepasst als Aussage. Jetzt nach dem Spiel oder nach den ganzen Pressekonferenzen klang es nach Abschied. Ja, so von wegen, er durfte dieses Projekt begleiten, genau. Und das waren schöne 3 Jahre. Das sind alles so, als wenn es jetzt das letzte Kapitel ist oder so. Also bleibt abzuwarten. Ich würde es mir wünschen, dass er bleibt. Es ist halt, bleibt abzuwarten. Es wird wahrscheinlich auch dann an verschiedene Faktoren gebunden. Wahrscheinlich in Sachen Kaderplanung wird Wollitz gewisse Vorstellungen haben, wo der Verein dann wahrscheinlich auch erstmal sagen muss, ja, können wir so machen oder können wir nicht machen. Und daran wird es dann wahrscheinlich festgemacht, ob er bleibt. Aber ich würde es mir wünschen, Frank, was sagst du dazu? Also du hast ja, wir haben da ja auch schon ein bisschen drüber geredet, und Vertrag hat er, ne? Ja, das wissen Vertrag wir. Aber es klingt irgendwie in letzter Zeit danach,
als wenn es nicht dabei ja, bleibt. Ja, also das, da bin ich ganz bei dir. Es, so wie du schon sagte, es waren schöne Zeiten. Es war, also er hat immer in der Vergangenheit gesprochen, wobei Kollege Marian, schöne Grüße Marian, der hat ja gesagt, ja Moment, er hat ja auch recht, das Projekt ist ja mehr oder weniger abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es gescheitert ist, das will ich jetzt nicht sagen, aber das Projekt, was vor 3 Jahren mit 3 Spielern und ganz vielen Probespielern angefangen hat, ist ja jetzt durch den Abstieg mehr oder weniger abgeschlossen und es folgt jetzt ein neues Projekt. Und deswegen hätte er wohl angeblich nur ja, in der Vergangenheit gesprochen. Pele Wollitz hat natürlich bei der Lausitzer Rundschau, die schaue ich mal schnell drauf, geschrieben, mit 800.000 bis 1 Million Euro braucht man nicht in die Regionalliga gehen und dann den Leuten sagen, wir wollen aufsteigen. Dieser Druck hält keinen Spieler aus. Stellt Wollitz klar und fordert, du brauchst einen Etat von 2 bis 2,5 Millionen nur für die erste Mannschaft. Und das ist wieder, wo ich sagen muss, der hat noch das Feuer. Und Pele Wollitz, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kanntest. Ich weiß gar nicht, ob das vor 1 oder vor 2 Jahren war. Da ging es auch um die Kaderplanung. Und da sagte er, ein guter Trainer hat immer noch eine Schattenelf. Das heißt, er hat noch eine Elf, wo Spieler bei anderen Mannschaften im Blickpunkt sind, die er auch gerne hätte. Und ich glaube, da er ein verantwortungsvoller und richtig guter Trainer für unsere Verhältnisse ist, hat er, glaube ich, eine Schattenelf für die Regionalliga und er hat eine Schattenelf für die dritte Liga gehabt. Und um seine Schattenelf von der Regionalliga finanzieren zu können, braucht er, glaube ich, diese, die er bei der Rundschau gesagt hat, diese 2 bis 2,5 Millionen. Und ich glaube, er wird sagen, pass auf, habe ich das Geld, baue ich eine Mannschaft auf, die unter den Top 3 spielen kann und wir werden richtig Spaß haben. Habe ich das Geld nicht und ich muss rumdümpeln, wie vielleicht Erfurt diese Saison in der Regionalliga oder vielleicht auch wie Auerbach oder wie Meuselwitz, das tue ich mir nicht an, dann, ja, dann steige ich selber aus meinem Vertrag aus, weil wenn man einen Vertrag hat, heißt es ja, dass beide Seiten auch den Vertrag auflösen können. Das heißt ja nicht immer, dass nur der Verein den Trainer feuern darf. Und man muss ja auch dazu sagen, von allen Abschiedskandidaten bin ich der festen Überzeugung, war Energie Cottbus die einzige Mannschaft oder der einzige Verein, der den Trainer nicht gewechselt hat. Ja, außerdem. Also, aber weil du das gesagt hast, um das nochmal aufzugreifen, was Marian auch meinte, so dass dieses Projekt gescheitert ist, das kann man natürlich alles so interpretieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so meint. Also es klingt für mich eindeutig danach, dass er das irgendwie Richtung Abschied winkt. Ich will es mir nicht wünschen, aber irgendwie es klingt für mich nach Abschied, wie Wollitz sich äußert. Aber ich würde es mir natürlich trotzdem, um das nochmal auch klar zu sagen, wünschen, dass er bleibt, weil du hast es gerade gesagt, er hat das Feuer noch, um das vielleicht nochmal zu schaffen. Ja, also ich habe mich auch im Umfeld ein bisschen umgehört. Wie gesagt, nachdem ich mein Telefon ja wiedergefunden habe, ihr erinnert euch, gingen ja die Telefonate und die SMS los. Es gab auch andere Stimmen. Es haben gesagt, es muss ein kompletter Neuanfang her. Und das muss mit einem neuen Trainer und das muss mit jungen Spielern stattfinden. Aber ich habe dann immer gesagt, nee, mit jungen Spielern, mit neuen Spielern ja, aber nicht mit einem neuen Trainer, weil wen willst du da holen? Sebastian Abt ist natürlich eine Hausnummer, wobei man auch dazu sagen muss, ein sehr guter Jugendtrainer, aber ob es für die Männermannschaft reicht, weiß ich nicht. Stefan Schmidt war auch ein sehr, sehr guter Jugendtrainer, aber Männermannschaften ist nicht sein Ding. Und dann kam auch, naja, Patrick Sander wäre doch eine Option. Ich sage, nee, Patrick Sander, da sagst du... Das habe ich gesagt. Oder du hast das gesagt. Siehste, du warst das. Ach, wir? Ich glaub, na, weil ich Sport im Osten geguckt habe und da ist Patrick Sander auch mit Bautzen abgestiegen und ich dachte mir so, Mensch, Sander war doch damals auch mal im Gespräch. Vielleicht, wenn Wollitz jetzt geht. Ach, wenn du die ganzen Hintergrundgeschichten könntest. Okay. Hast du nicht ein Buch hier? Nee, Spaß beiseite. Nee, ich glaube, solange wie die Sparkasse Einfluss hat auf diesen Verein, wird Sander, glaube ich, hier kein neuer Trainer mehr. Also glaube ich nicht. Also man sollte nie sagen, um Gottes Willen, du hast recht. Patrick Sander ist auch einer, der auch scheiße Bonbons machen kann. Der hat ja schließlich auch mit einem Fast-Abstiegskader dann ein Jahr später den Bundesliga-Aufstieg geschafft. Ja, aber hat sich dann, glaube ich, gehaltsmäßig ein bisschen verpokert. Und ich glaube, auch das wird dem Herrn Lepsch auch heute noch sehr schwer auf den Magen stiegen. Und die Sparkasse hat nun mal das Sagen. Das darf man ja nicht vergessen. Ist Hauptgläubiger von Energie Cottbus und hat in der Hinsicht auch sehr viel Einfluss. Und da glaube ich schon, dass die da mehr pro Wollitz sind als vielleicht ein anderer Trainer. Wobei, ich will gar nicht Falsches sagen, für mich ist Wollitz momentan, passt wie die Faust aufs Auge und er muss einfach Trainer bleiben. Natürlich, dass er nicht rumdümpeln will und auch nicht in der Regionalliga gegen den Abstieg spielen will, sondern dass er so schnell wie möglich wieder in die dritte Liga will. Aber es ist natürlich schwer, diese 2,5 oder 2 Millionen irgendwo ranzuschaffen, das für einen Regionalligisten. Also du musst jetzt wirklich von Sponsor zu Sponsor von potenziellen Sponsor zu potenziellen Sponsor tippeln, vielleicht den Hut aufhalten und dann musst du mit denen dusselig quatschen. Du musst vielleicht jeden Monat mal mit einem Kasten Bier vorbeikommen. Da könnte ich mir zum Beispiel, schöne Grüße, Benny wieder vorstellen.
vorstellen, den wir ja in einem zweiten Podcast hatten, der ja quasi fast den Podcast alleine gemacht hat, weil er halt ein gute Laune-Onkel ist und weil er gut quatschen kann. Und wenn er jetzt noch ein bisschen Fußball-Sachverstand wir ihm aneignen bei Energie FM, könnte er vielleicht so viel Kunden und Sponsoren, weil ich bin der Meinung, weil ja alle sagen, Cottbus ist oder die Laus ist wirtschaftsstrukturell schwach. Ja, mag alles sein, aber es gibt noch die Leute, die auch damals schon 97, wo wir von der DDR, 97, na klar, 97, nee, nicht 97, die 89, wo wir natürlich auch in der DDR-Oberliga sang- und klanglos untergegangen sind, wo wir damals auch in der Regionalliga gedümpelt haben, wo wir vor 400 oder bis 800 oder bis 1000 Zuschauer gespielt haben gegen Leute wie Velten oder wie auch andere Mannschaften. Auch da waren die Mittelständler, die Cottbus damals oben gehalten haben, Energieclub 90 sei dabei erwähnt, Herr Jende sei dabei erwähnt, und bei denen muss man halt wieder vorstellig werden und dann da muss man vielleicht vom hohen Ross auch mal runtersteigen. Und ja, mit dem man eine Bratwurst fressen, Eisbein fressen und am Tisch kotzen, jeden Monat mit einem Kasten Bier um die Ecke kommen, denen seine Nöte anhören, unsere Nöte anhören, und dann sind die bestimmt auch bereit, den einen oder anderen Euro locker zu machen als jetzt. Ja, ich war ja damals nicht dabei, aber ich glaub dir das. Und daraus kann man ja auch schließen, dass auch gerade die Fans jetzt eine wichtige Rolle spielen, um vielleicht auch nochmal, weiß nicht, paar finanzielle Mittel locker zu machen. Damit meine ich halt, dass man ins Stadion geht. Ne? Richtig, das war jetzt natürlich nicht im ersten Spieltag nur 2000 oder so. Ja, ja, genau. Weil jetzt nicht mehr ins Stadion zu gehen, das bringt ja auch richtig, nichts. Richtig, das ist ja die nächste Frage, um dir mal ins Wort zu fallen. Die nächste Frage, die jetzt gestellt wird. Die erste Frage ist, bleibt der Trainer? Die zweite Frage ist, wie geht's der Mannschaft? Bleibt die Mannschaft? Die dritte Frage ist, wie hoch ist das Budget? Und die vierte Frage ist, können wir nochmal eine Aufbruchsstimmung erzeugen? Naja klar, warum denn nicht? Na hallo? Sind wir denn sang- und klanglos abgestiegen? Nein, wir sind als Letzte abgestiegen. Wir sind wegen einem beschissenen Tor abgestiegen. Und also jetzt zu sagen, es gibt keine Aufbruchsstimmung mehr, natürlich kriegst du keine 600 neue Mitglieder mehr zusammen, weil das ist Abgras. Es kommen vielleicht noch 100, noch 50, vielleicht kann ich den Nico ja mal ein bisschen Akquise machen. Oder bei anderen natürlich, aber das heißt auch noch lange nicht, dass man keine Aufstiegsstimmung bzw. Aufbruchsstimmung erzeugen kann. Also da bin ich felsenfest überzeugt. Ja, haben wir einen vernünftigen Kader, sieht die Welt ganz anders aus, und wir werden definitiv in der Regionalliga, da setze ich mich auch mit oder packe ich meine Hand ins Feuer, auch öfters gewinnen als nur die paar Mal, die wir in der dritten Liga gewonnen haben. Ob es dann zum Schluss zum Aufstieg reicht, ist eine andere Sache, weil du weißt selber, Nordhausen will immer aufsteigen, Lok Leipzig will aufsteigen, also wie gesagt, es wird kein Selbstläufer, aber ich glaube schon, dass wir eine gute Rolle spielen werden. Das glaube ich auch, und um das auch mal zu sagen, ich meine, es ist selbstverständlich, aber wir von Energie FM bleiben natürlich auch, ne? Also wir werden trotzdem keine Frage, na klar. Im Gegenteil, bleiben. Wir haben jetzt weniger Fahrtkilometer, wir werden jetzt noch mehr rein investieren in unser Projekt, Nico, in unser Projekt werden wir mehr rein investieren, weil ja, wir haben nicht mehr so lange Anfahrtzeiten, das heißt... Und Magenta Sport nimmt uns keine Zuhörer mehr weg. Aber dafür macht es der MDR wahrscheinlich, weil die wollen sich mehr auf die Regionalliga konzentrieren. Aber bei dem MDR gönne ich es, weil auf den MDR lasse ich wirklich nichts kommen, weil wenn man mal bei Sport im Osten sieht, da verging kaum eine Energie Cottbus Zusammenfassung, die unter 10 Minuten war. Also das ist Wahnsinn, was die für Energie Cottbus da gemacht haben. Also Hut ab MDR, und ja, Magenta Sport ist eine andere Geschichte. Genau. Ja, Frank, wir haben, sag und schreibe, 97, also wir haben wieder mal ein komplettes Spiel mit langer Nachspielzeit hier rumgelabert, Frank. Und unser Themenzettel ist abgehakt. Wir können so langsam Richtung abschließende Worte kommen, Frank. Denke ich auch. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Na, wir hatten das ja schon mit der Aufbruchsstimmung, die wir erzeugen wollen. Und du hast ja gesagt, dass es an uns auch Fans liegt, da ins Stadion zu kommen. Und wir können den Anfang jetzt, wenn du schaffst, diesen Podcast noch vor dem Pokalfinale online zu stellen. Ich gebe mein Bestes. Hier schon den Aufruf starten. Fahrt nach Rathenow, fahrt die 2 Stunden, 2,5 sind es, glaube ich, von Cottbus. Ich hatte letztens mal gegoogelt. Also mit dem Zug durchfahren. Oder mit dem Zug durchfahren. Fahrt dahin. Ingo Kalisch, der Trainer, der ja da ein Urgestein ist, der seit über 30 Jahren dort schon Trainer ist, hat ja gesagt, naja, wir rechnen mit 1000 Cottbus-Fans. Nee, mein lieber Ingo, wir machen die Bude da voll und du kannst mit 3000 Cottbus-Fans rechnen und dann sind 1000 Optiker da und dann machen wir da ein Fußballfest und dann feiern wir zusammen mit der Mannschaft, weil die Mannschaft hat es ja auch verdient, um nochmal schnell, ich glaube, wir müssen in die Verlängerung gehen, Nico, du hast ja damals auch vor 3 Jahren den Abstieg mitgemacht, man kann dieser Mannschaft eigentlich nicht böse sein, weil sie haben vom ersten bis zum letzten Tag alles reingehauen, sie haben alles probiert, es hat zum Schluss nicht gereicht, was ja vor 3 Jahren bei dieser
ja, Zweitliga-Aufstiegstruppe, ambitionierten Aufstiegstruppe ja vollkommen gefehlt hat. Die ist ja komplett auseinandergefallen. Da hat man ja zum Schluss das Gefühl gehabt, die wollen gar nicht mehr. Und das hat man bis zur letzten Minute bei dem jetzigen Kader ja gar nicht gehabt. Also in der Hinsicht, ja, man kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben. Sie waren stets bemüht. Es ist zwar bloß eine 4, aber es ist so. Ja, so ist es leider. Und Frank, du hast gesagt, wir sind ja beide da in Rathenow. Ich glaube, richtig, du kommentierst ja, genau, immer mit der Fotos. Silke, ja. Und ja, dann werden wir da hoffentlich wahrscheinlich den Pokal gewinnen. Und dann ist ja auch vielleicht schon mal so ein Fundament, um vielleicht nochmal den einen oder anderen Spieler zu symbolisieren. Es geht noch weiter. Und ja, und es ist zusätzlich 100.000 da. Und ich hatte heute ein Gespräch mit meinem Arbeitskollegen. Ich musste mal ein bisschen outen. Das ist bei uns in der Firma der einzige Bayern-Fan. Und der hat es bestimmt nicht einfach. Und dann sagt er, na, Tränen schon getrocknet. Und dann hätte ich schon das erste Mal in die Fresse hauen können. Und dann sage ich, na, die Meisterschaft schon fertig gefeiert. Na, mit das kommt dann noch Pokal. Ich sage, dann denkst du nur, du hast Pokal? Wir haben auch Pokal. Wieso? Und dann sage ich, na, weil wir Landespokal haben. Ach, kann das noch sein, dass ihr im DFB-Pokal spielt? Sage ich, ja. Und dann spielen wir gegen Bayern, mein Freund. Dann kriegst du eine Karte von mir und dann wirst du mal sehen, wie wir euch einen Arsch versäulen. Und das wäre natürlich geil. Ja, unterschreibe ich. Und dann hauen wir die Bayern wie damals. Verpflichtet man auf Schnell Branko Jelic. Ich wollte gerade sagen, müssen wir zwei Tore. Den 40-jährigen Branko Jelic mit der Gehhilfe müssen wir dann. Genau, holen, ja. Und Gerhard Tramme hält einen Elfmeter. ja, wir sind in der Verlängerung, Frank, aber wir können trotzdem zum Ende kommen. Richtig. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ja, ist so ein bisschen länger geworden, als ich dachte, weil ich meine, dass wir jetzt jeden Spieler spontan durchnehmen, das war. Ja, war spontan, wie gesagt, aber... Es war nicht abgesprochen, aber ich glaube, das ist ja Respekt, weil wir gerade gesagt haben, die Mannschaft hat es ja einfach verdient. Ich werde es auch so machen, deswegen habe ich mir ja immer notiert, wann wir welchen Spieler besprochen haben, dass ich das dann in die Beschreibung packe und wenn euch ein Spieler gar nicht interessiert, dann könnt ihr skippen zum nächsten Spieler, das, ja, weil vielleicht will sich nicht jeder anhören, wie wir hier jeden Spieler einzeln auseinandernehmen, aber es war schon in Ordnung. Kann ja schon ein bisschen Druck aufbauen. Kannst du nicht noch von jedem Spieler dann ein Bildchen mit reinschmeißen? Nein. Nein. Dann schaffen wir es nicht bis zum Pokalfinale wahrscheinlich. Nee, ich weiß auch nicht, was für Bilder ich da benutzen kann und darf und nee, eher nicht. Nee, Spaß, um Gottes Willen. Das ist ja, wie gesagt, wir machen ja alles ehrenamtlich, wie der Ulf schöne Grüße immer sagt und da hat er ja auch recht und wenn wir mal so weit sind, dass wir das beide hier oder wir alle mittlerweile 10 Leute, 15 sind wir insgesamt, schade natürlich, wollen wir auch nochmal Danke sagen an die anderen Kollegen, die jetzt wahrscheinlich weniger kommentieren werden, wie zum Beispiel den Lukas oder aber den Samuel oder aber auch den Philipp, weil die alle jetzt ja vom Westen her nur noch in die Regionalliga mit Ferngleich gucken können. Ich grüße auf jeden Fall alle, aber ich will nicht jeden beim Namen nennen, weil wenn ich jetzt einen vergesse, ist es ja, doof. Du hast dich vielleicht eher auf dem Zettel. Also, ja. Aber ja, mir hat es auch wieder, auch wenn wir abgestiegen sind, ich weiß nicht, ob du wieder eine Liste geführt hast, wer die meisten Spiele gemacht hat. Ich glaube, wir beide waren auf jeden Fall. Um. Ich glaube, wir beide waren auf jeden Fall bestimmt wieder weit vorne mit dabei, auch wenn ich kurzzeitig wegen einer Knieverletzung nicht konnte. Nächstes Jahr hole ich dich ein. Du hast mich schon eingeholt. Echt? Ja. Dieses Jahr? Naja, ich schicke dir die Liste. Dann muss ich den Titel verteidigen. Wir werden natürlich auch am, wir warten noch das Pokalspiel ab und dann werden wir natürlich auch eine kleine Statistik wieder, wie viele Leute uns zugehört haben, wie viele Spiele wir diese Saison übertragen haben. Nur so viel, es sind über 50 gewesen. Mit Vorbereitungsspielen natürlich, das darf man nicht vergessen. Ja, und jetzt, bevor wir ganz zum Schluss kommen, nochmal schnell, die Drittligasaison ist zu Ende, Nico. Was war dein Spiel, wo du sagst, André, ich mich sehr gerne in der dritten Liga zurück? Also was war dein Highlight in dieser Saison? Ein Sieg, eine Niederlage? DFB-Pokal Freiburg, jetzt mal außen vor. Aalen, einfach weil es, ja, das war nochmal der Hoffnungsschimmer und das ist auch wie... Damals gegen Mainz, ich gucke mir das Spiel gegen Mainz gerne bis zum 2-1 an und genauso werde ich mich an die Saison auch noch gerne zurückerinnern bis zum Spiel gegen Aalen, einfach weil ich mich mit Marian beim Kommentieren da auch so reingesteigert habe und danach tat mir auch wirklich ein bisschen die Brust weh vom Schreien, weil wir da rumgehüpft sind wie bekloppt und dieses Motto wieder, du geile Sau, das hat einfach gepasst in dem Moment, weil einfach jeden riesen Stein vom Herzen gefallen ist und entweder Aalen oder Oedingen, weil es macht auch immer auswärts extrem viel Spaß, rumzublicken mit Marian und dann Blicke zu bekommen. und ja, also Aalen oder Oedingen, so. Beziehungsweise Duisburg. Wie sieht's bei dir aus? Asbach. In Groß Asbach. Wir haben dein Highlight? Ja, echt. Und ich sag dir auch warum.
weil ich mit Marian von einer Torchance kommentieren zur nächsten überhaupt keine Luft hatte, weil wir hatten so viele hundertprozentige und wir haben die Dinger nicht reingemacht. Und es war einfach geil zu kommentieren, weil du hast gesagt, na gut, Asbach kommt und da ist der Ball schon wieder weg und Rangelow oder Schredi Mama rennt wieder alleine auf den Torwart zu und wieder daneben und wieder daneben und wieder daneben und wieder daneben. Und dann hat sich die Spannung aufgebaut, weil du ja dann dachtest, wenn wir so viel verballern, dann braucht Asbach bloß einmal vors Tor kommen, dann verlierst du hier 1-0. Und das war aber nicht der Fall. Also wenn es ein Spiel in der der dritten Liga gab, wo wir richtig, 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 richtig haushoch überlegen waren, da war es das Spiel in Groß-Asbach, wobei man aber auch dazu sagen muss, bis auf vielleicht das Meppenspiel und das Spiel in Münster waren wir, glaube ich, unsere Mannschaft auch in keinem anderen Spiel komplett chancenlos. Also wir hatten immer unsere Chancen gehabt, haben sie aber halt nicht genutzt. Ja, außerdem. Ja. Gut. Ja, aber mir hat die Stunde 45 Minuten sehr viel Spaß gemacht, war Selbsttherapie, ne? Ja, glaube ich. Jetzt haben wir es ein bisschen verdaut. Und wie gesagt, schreibt alle, wie ihr den letzten Spieltag verbracht habt. Wer jetzt noch zuhört, also, oder die Waldfee. Kriegt eine Ehrenkarte von uns. Ja, Frank, dann sehen wir uns im Landespokal wieder. Und ja, auf jeden dann Fall. Und kommt alle, fahrt alle nach Rathenow, wie gesagt, lasst uns da das Spiel zum Heimspiel machen und mit der Mannschaft wenigstens noch den Pokal holen, den wir ja schließlich, wo wir das letzte Mal abgestiegen sind, nicht geholt haben, weil wir dann nämlich schon im Halbfinale oder Viertelfinale gegen Ludwigsfelde rausgeflogen sind. Luckenwalde, entschuldige, genau, Luckenwalde rausgeflogen Halbfinale, sind. Halbfinale, glaube ich. Oder und ja. Egal. Ja. Und deswegen gab ja viele Gemeinsamkeiten. Jetzt sind wir schon wieder in der Verlängerung, weil wir waren wir waren in der letzten Mal, wo wir abgestiegen sind, auch in den ersten Spieltagen Erster. Das war diesmal auch so, in der zweiten, dritten. Also es gibt viele Gemeinsamkeiten und lasst uns diesen Bann am Samstag durchbrechen, indem wir den Landespokal holen. Ja, bis denn. Bis denn, ciao.